willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge Studio Waffel. Heute haben wir einen besonderen Gast dabei, den bestgelauntesten Menschen in dem Großraum Köln auf jeden Fall, kann man sagen. Die ehrenvolle Erwähnung, die nicht erwähnt wurde in einem sogenannten festen und flauschigen Podcast. Der Ausstatter der Großen, der liebe Mann der Kleinen. Heute ist Philipp Hitschler hier. Hallo Philipp. Yay. Hallo. Hey Friends. Guck mal. Hello. Man kennt ihn und man kennt dich. Deswegen ist das denn heute nicht da. Bis jetzt, also seid noch überrascht. Wir haben natürlich alles vorbereitet. Wenn schon der Süßigkeitenmann hier ist, wird noch aufgetischt werden in unserer. Wir haben ja eine Süßigkeitenkategorie. Das ja. Passt ja sehr gut. Und ansonsten Nina und Annika sind hier. Hallo. Hallo. Wir haben noch keine richtigen Intros, deswegen ist immer ein bisschen spontan zusammengewürfelt. Aber ich hoffe, das ist okay. Ist auch sehr spannend. Mhm. Gut gemischt. 50-50. Und das erste Mal im neuen Studio. Wir hatten das davor, auch. Wir hatten davor so zwei rote Sofas hier drin stehen, okay. Und alles so schwarz abgehangen. Das sah ein bisschen aus wie so ein heftiges Pornoset. Okay. Aber das wollten wir mal für jetzt dich heute. Jetzt hast du nur so einen schönen Porno vor. Ja, das ein bisschen muss man ja auch noch Porno bleiben. Ne? Bisschen Street, ein bisschen Porno, schön 80s. So, du kommst rein in den Schuppen. Also ihr seht es schön, wenn ihr auf YouTube zuguckt. Wir haben den alten Tisch wieder ausgekramt. Und das Studio schön neu gemacht. Und ist aber gemütlich. Ich finde das super. Ich finde das Pornostudio. Ja, finde ich super. Ja. Klasse, guck mal. Sehr, tut sich was, ne? Alles kommt irgendwann wieder. Sehr gut. Ich freue mich, dass du hier bist, Philipp. Wir haben wirklich was Großes vor uns jetzt vor. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Nee, so viel Zeit, der ganze Tag. Wirklich? Ja, nur gehört nur euch. Was für eine kranke Scheiße. Wow. Ich habe gedacht, komme ich zu euch. Wir sind in Kölle. Und freue mich, kurz vor Weihnachten, man hat ja eh keinen Stress, Weihnachtsstress kennt man ja gefühlt gar nicht, ne? Nee. Dann ist leer. Nee. Ich habe heute das erste Mal in meinem Leben für mich einkaufen lassen Geschenke, weil ich es nicht mehr geschissen kriege, krass. Ne? Also meine Freundin hat mir geholfen, Clara hat mir geholfen, okay. Zum Glück. Also weil ansonsten, die meinte nur gestern vor mir, die hat sich so meine Liste angeguckt an To-Dos und meinte, soll ich dir irgendwie mal was abnehmen oder so? Meinte ich so, Geschenke kaufen wäre halt übelst geil, ja. Aber nicht für dich, okay. Sondern für andere Leute, aber so ein bisschen Hilfe brauche ich schon. Okay, ja. Cool. Ja, das war, jetzt geht's bergab, ja. Sage ich dir. Das ist gute Hilfe. Ich bin mal gespannt, was du so kriegst. Nix. Ich hoffe nichts mehr. Aber wirklich, aber das ist auch ein spannendes Thema, aber so mit diesen ganzen Geschenken, weil wir leben in diesem brutalen, dieser Konsumwelt ja letztendlich, man sieht auch wieder Süßigkeiten, aber irgendwo muss man auch wieder so ein bisschen auf das Besinnliche zurückbesinnen. Das Gute ist, bei dem Konsum kann man ja immer wieder von vorne anfangen. Richtig. Aber diese schiere Masse, auch diese Container, auch dieses Thema Fast Fashion, ich meine, ist jetzt kein Topic, aber das finde ich schon krass. Also wir arbeiten ja auch in Containern immer, das heißt, wir rechnen Container Richtung Japan, so Südkorea, wie viele Container die Woche kriegen wir irgendwie noch abgefertigt, die gehen dann aus dem Hamburger Hafen raus. Das Gute ist, bei uns konsumiert man ja, aber was ich so schlimm finde, ist halt das ganze Thema Fast Fashion, weil da schifft man halt viel Plastikschrott eigentlich hier rüber. Ja, und das Schöne ist ja, es gibt so viele tolle deutsche Familienunternehmen, die auch nachhaltig produzieren. Ich habe zum Beispiel eins bei uns im Odenwald, wo wir produzieren, und die machen halt aus recycelten Ölen, von Frittenfett oder aus Holz. Darf man jetzt Werbung sagen? Mann? Bitte, ja, klar, okay. Klar. Wir sind Kotziol nicht ist ein richtig cooles Familienunternehmen. Ja. Und die sitzen bei uns schräg gegenüber in der Produktion. Und das ist so cool, weil die nutzen halt wirklich Materialien, die recyceln können. Thema Food. Also, wenn du hier deine Fritteuse anschmeißt, schickst du dem halt praktisch dein Frittenfett oder aus großen Industrieküchen, wie bei großen Unternehmen, die halt viele Fritten produzieren. Und daraus machen die zum Beispiel so Becher, coole Recaps oder sonst irgendwas. Das ist richtig cool. Aus alten Pommes? Ja, aus dem Öl, aus dem Frittenfett. Und was machst du mit dem alten Frittenfett? Ja, ich mach da noch nichts draus. Aber ich, aber der sitzt bei uns gegenüber, weil wir dann auch immer reden. Thema, also ich find's halt cool, Thema Konsum, das ist halt irgendwo, wir leben in so einer brutalen Konsumwelt, aber ja, wir haben vielleicht auch nachher das Thema Preis und Nachhaltigkeit ja nochmal irgendwo. Ja, ja, ja. Das ist auch super wichtig. Wir haben jetzt. Weißt du, was ich bei dir geil finden würde? Ich muss mal kurz reingehen, okay, genau an der Stelle. Weißt du, was ich richtig geil finden würde, wo du so weit vorne wärst? Ja. Nur mal kurz, falls ihr das nicht verstanden habt im Podcast, weil ich glaube, ich habe schnell angekündigt. Philipp Hitschler von den Hitschler Süßigkeiten. Das kölsche Haribo, sagt man. Ja, das leckere Haribo. Also nein, Quatsch. Nein, das aber leckere. Wir sind halt wirklich hardcore befreundet, ne? Also die, so richtig eng. Also der Haribos? Genau, der ich sage jetzt mal, der Haribo-Neffe, weil wir sind ja sozusagen die beiden. Der Haribo. Die beide viele Generationen. Und das ist halt echt ein richtig, richtig guter Freund von mir. Und Köln-Born, wir sehen es halt echt super oft. Und es gibt so ein nettes Bild, kann ich gleich nachher mal einblenden oder wie auch immer dir mal zeigen. Da steht halt wirklich, ich stehe über dem Haribo-Berg und der sozusagen über unseren Drachenzungen. Ach geil. Und das ist halt einfach super authentisch und voll über dem Naschaninglas, weißt du? Und ja, also wir, ja. Und jetzt kommt's, bist du bereit? Ja. Pop-Up-Store, ja. Kölner Innenstadt,
komplett unverpackte Waren. Richtig der gut. Der erste unverpackte Süßigkeitenladen. Wie kriegen wir die da hin, die Ware? Wie ist da trotzdem verpackt? Aus dem Container. Ja, gut, im XXL. Ja, aber das sind ja, das ist ja total, sozusagen das, dein Job. Du bist genau, ein Problemlöser hauptberuflich. Richtig. Dementsprechend. Ich bin nicht das gilt, Problem, ich bin die Lösung. Deswegen gilt es ja das sozusagen, weil ihr habt ja in Deutschland auch die Produktion. Korrekt. Gilt es ja sozusagen, diesen Weg einfach nur so in Klammern nachhaltig wie möglich, also vielleicht oder auch nur verpackungsfrei, zu transportieren, bis man halt große Gläser sich anfertigen lässt und dann kann jeder reingehen. Ein, zwei Monate Kölner Innenstadt, Miniladen. Ja. So wie bei dein eigener Werksladen. Genau. So ein Ding. Einfach nur so ein kleines Rondell. Keine Ahnung, 15, 20, 25. Genau, so ein kleines Ding und dann unverpackt Hitchies. Ist, das wäre so ein geiles Ding. Ist auf der To-Do-Liste, ist im Plan, ist eine richtig gute Idee. Ja, ist drauf. Ah. Wir brauchen nur noch Personal. Vielleicht kannst du da helfen. Stopp das jetzt. Der sitzt hier die ganze Zeit und will meine Leute abwerben. Also, falls Hina jetzt bald nicht mehr Teil dieses Podcasts ist, ihr wisst. Tschüss. Ja. Wieso seht ihr bei mir jetzt hier auf? Ja. Ja, aber coole Idee. Und das ist auch das Thema, also zurückzukommen zum Thema Nachhaltigkeit und Verpackung. Also, mir ist auch total wichtig, wir gucken uns auch immer alternative Verpackungsformen an, weil ich kriege halt super oft so Nachrichten auf Insta oder auch auf YouTube und so, hey Philipp, können wir da irgendwas machen, Thema Nachhaltigkeit, ne? Und letztendlich sind wir ein Familienunternehmen und wir haben halt auch diese Rolle, dieses Thema der Nachhaltigkeit und wir haben ja auch diese Verantwortung dieser Welt gegenüber. Und da spricht man natürlich drüber, Thema, das ist Plastik. Okay, aber wie können wir das verändern? Zum Beispiel gibt es ja das Thema recyceltes Plastik. Also wir nutzen praktisch so eine Folie, die wird eingecycelt. Genau. Ist aber so, der Grund, warum es das noch nicht gibt, als recycelt, ihr kennt ja schon von Frosch zum Beispiel, die nur haben ja komplett recycelt auf diese dicken Flaschen zum Beispiel, ist aber so dickes Material. Und sobald du Plastik recycelst und auseinanderziehst, das wird ja gestretched und erhitzt, reißt es halt. Und die Tüten sind ja relativ dünn, wenn du das jetzt mal anguckst, das Material. Und das würde halt reißen und brechen. Und deshalb kannst du es aktuell noch nicht recyceln. Was wir uns jetzt angucken, ist das Thema Papierfolie. Genau, also 100% aus Papier. Genau, und das ist auch ganz spannend, haben wir die erste Hitchies-Packung, jetzt schon im Papier, liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Ja, du bist sowieso sehr vorne immer mit dabei, ne? Ihr habt ja auch, glaube ich, das Ziel, bis nächstes Jahr komplett vegan zu genau. produzieren. Genau, ne? Geil. Ja. Oh, das finde ich gut. Und wir sind schon richtig vegan. Also, ja, genau, ihr seid schon sehr weit. Wir sind schon sehr, sehr weit. Ich habe natürlich jetzt hier ganz viele Produkte, also hier, die ganzen Fruchtgummis sind schon vegan, Schnüre sind auch ab Januar vegan. Sehr ist halt mega wichtig, weil ich auch sage, da, wo keine tierischen Produkte drin sein müssen, also sollen auch keine drin sein. Ja. Und ganz ehrlich, es geht. Also am Ende, ja, muss man einfach ausprobieren, entwickeln. Es ist sehr, sehr, sehr komplex, dieses ganze Thema Entwicklung. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, weil natürlich die ganze Textur von einem Produkt darauf basiert, ja, 100%. Und dann ist halt Gelatine drin. Und wenn du Gelatine rausnimmst, fehlen dir halt x Prozent. Und du musst halt überlegen, okay, was tue ich rein? Das ist genau das gleiche Thema Zucker. Uhu. Okay. Der Uhu. Ich weiß nicht, ob der vegan ist, der Uhu, aber hey. Ein bisschen Weizen einfach nur, ein bisschen Mehl rein, ein bisschen Gluten. Aber genau, ja genau, ein bisschen Gluten oder Stärke halt. Pektin, Apfelstärke, Maisstärke, Ufos sind zum Beispiel auch vegan. Man nutzt mehr Maisstärke. Genau, also das ist ein spannendes Thema, wo wir dran sind. Und ja, auch das ist das Thema Rolle des Familienunternehmens. Ja, für die Friends. Gut. Finde ich gut. Für die Friends, ja. Und man sieht ja auch, ihr habt ja schon einzelne Editionen rausgebracht, wie zum Beispiel genau, mit Sally. Mit unserer lieben Sally. Genau, die Waffel-Edition kommt ja dann nächstes Jahr, haben wir gesagt. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann machen wir schön Kirsche, kommt natürlich rauf. Sahne-Geschmack, das erste Mal. Lass das wirklich. Kirsche, Sahne, Zimt. Ich habe eine mega Idee. Kirsche, Sahne, Zimt und Waffel. Ja. Und, weil das sind immer so Vierer-Mixe. Das könnte Lisa dann ja entwickeln. Lisa? Ja. Wer ist Lisa? Wer ist Lisa? Nina. Nina, mir sorry. Reicht es gerade. Oh, jetzt war es. Du wurdest gerade geleasert. Entschuldigung. Yes. Also erst. Glück. Jetzt muss ich nur noch Annika verteidigen. Also, hast du die einmal geleasert. Das ist Philipp, der Drops ist gelutscht für heute. Das, da kommen wir nicht mehr zusammen. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht von Fremden annehmen. Von Fremden, die ich Lisa nennen, darf ich nicht nehmen. Hier, Lisa, willst du Bonbon? Och nee, ey. Da wurde Lisa einfach gebombt, ey. Naja. So seht ihr, kann's halt gehen. Naja, okay. Machst du nicht. Passt in deine Woche. Ja, ich jetzt einfach noch gehen. Eine Marketing-Lisa geworden. Ja, jetzt reicht's. Och, Manuel. Nee, aber bist du sehr sympathisch. Oh, jetzt danke. Hör auf! Hör auf, der kommt hier rein und wirbt die ganze Zeit ab. Der macht Annika die ganze Zeit schöne Augen. Nina bezieht halt so von der Seite. Bei Timo meinte, oh, ich brauche einen Videografen. Das heißt, jetzt, wenn die Leute sich tatsächlich bewerben wollen bei dir, was sollen wir denn verlinken? Weil, okay, tatsächlich ist es super spannend, auch die Reise. Ich meine, das Schöne ist ja auch an so einem Podcast, wie man halt spricht und so. Das Schöne, das Unternehmen gibt es seit 90 Jahren. Wir sind ein Familienunternehmen und ich habe das vor 6 Jahren übernommen. Und es ist wirklich
in Köln, ein in Köln ansässiges Familienunternehmen. Noch. Ich arbeite dran. Ja, genau. Wir werden auch, wir sind in Hürth. Mönchengladbacher Hürth. Ich arbeite dran. Aber das Schöne ist halt auch, so ein Unternehmen entwickelt sich halt weiter. Und ich sage immer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja? Ja. Und wir haben eigentlich nie Marketing gemacht in diesem Unternehmen, beziehungsweise auch in die Markenkommunikation. Ich bin selber so ja unser Markenbotschafter für dieses Unternehmen, weil mir ist es wichtig, halt jedem Menschen da draußen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ich glaube, gerade in diesen super schwierigen Zeiten, in denen wir uns alle befinden, ist es umso wichtiger, mal einfach mit so ein paar Drachenzungen in süß, blau oder sauer. Die machen auch blau, also die Zunge. Wirklich? Können wir gerne mal probieren. Und nur die. Okay! Ja, so, auf jeden Fall. Okay, hier seht ihr auch hinten drauf. Da. Ciao. Also, das ist der Philipp, genau. Und mir ist total wichtig, auch zu zeigen, halt in die Außenkommunikation zu gehen, um euch auch die Geschichte von Hitchler zu erzählen, von dem Familienunternehmen, was wir machen, wer wir sind und warum wir es machen. Und deshalb suchen wir euch. Wir suchen verschiedenste Stellen. Guck mal vorbei. Ich schicke dir gleich oder gebe dir den Link für die Stellen. Ist es auf der Webseite vielleicht schon? Genau. Ich schaue mal kurz. Ich habe ja jetzt inzwischen hier einen Laptop. Ich weiß noch gar, aber es ist jeden Tag ändert sich es wieder. Wir suchen einen Videografen, wir suchen Content Creator, ich suche einen Prakti. Mhm. Wir suchen junge, coole, hippe Leute. Ganz wichtig im Kopf, Jungen. Also ihr könnt eigentlich auch 99 sein, wenn ihr wisst, wie ihr mit Social Media, Handy und TikTok und alles umgeht. Weg hören, Annika. Weg hören, Nina. Und? Japan-Reise ist schon verlockt. Ja, Japan auch ein spannendes Thema. Wir können das ja auch zusammen mit dir machen. Wir beide fliegen nach Japan. Wir können es zusammen mit ihm machen, Annika. Ja, tatsächlich, wir schicken unsere Süßigkeiten bis Japan. Also super spannend. In über 40 Ländern. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren aufgebaut. Südkorea, Japan. Und jetzt, es ist so krass. Was machen die mit dem blauen Drachenzungen in Japan? ASMR-Videos. Richtig. Yes. Und was noch? Die schneiden die sich auf den Salat. Ja, weil ihr kennt das doch, wenn man so Früchte auf den Salat tut. Hier macht man doch so im Sommer so fancy Erdbeeren oder so ein bisschen Mango, Melone, Papaya. Ja, das ist ja blaue Himbeere. Dann schneiden die sich halt auf den Salat. Ja, hat mir einen so ein Follower geschickt und meinte, ey, guck mal, Philipp, wir haben uns gefragt, warum die so abgehen in Japan. Ja, jetzt wissen wir es. Fruchtsalat. Ist der Sinn von Salat hab ich dann noch da oder ist es irgendwie, weil also, naja. Also momentan suchst du, zumindest offiziell auf deiner Werkseite, besonders ja auf der Webseite, ja? ein HR-Manager. Das ja, heißt, der knallt schon mal im Unternehmen, weil genau. Der Human Resources ist nicht geklärt. Genau. Personalmäßig brauchen wir dringend Hilfe. Dringend Hilfe. Da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. So. Ja. Ja, wie viele Leute hast du? Also in Köln sitzen ja. Zumindest in der zwei Standorte. Ihr habt Michelstadt für die Produktion. Genau, wir sind in Köln sind 50 und in und in Hürth sind in Michelstadt sind 100. Ja, boah. Genau. Das sind so 150 Mitarbeiter. In unserer Welt sagt man das ja schon Sally-Größe. Oh. Genau, aber ich hatte mal so einen netten Spruch, das zählt nicht für Hitchler, ganz wichtig, aber der ist vielleicht in anderen Unternehmen so, das hat mal irgendwann im Vatikan jemand gesagt, der Papst, der hat dann irgendwann mal gesagt, ich glaube, es war der Papst, dann meinte er, ja, wie viele Mitarbeiter hast du denn, lieber Papst? Dann sagt er, ja, entscheidend ist ja nicht, wie viele Mitarbeiter ich habe, sondern wie viel arbeiten und das ist immer so, sind immer so die Hälfte. Also, das zählt nicht für Hitchler. Ja, 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 aber das war dir schon wichtig mal zu sagen und deswegen steht hier ein HR-Manager, damit man auch mal mit dem Chef selber reden kann. Team, ihr macht einen guten Job. So, das machen wir schön als Clip und schneiden das ganz fies zusammen. Och, Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Und dann direkt mit so einem Kirchenzitat auch. Okay, Welcome back. Hey. Here we are. Woo. Boah, ey. Störsignale. Ja, es tut mir leid, falls ihr das jetzt im Hintergrund kurz ertragen Nobody musstet is perfect. Am Anfang. Ja, erst mal in einem neuen Set. Du musst es am meisten ertragen. Das tut mir sehr leid. Spaß. Technik ist so geil, ne? Ja. Okay. Man sieht aber auch, dass auch ihr Herausforderungen habt. Ja, Problem lösen. Nicht nur wir. Alle zusammen, immer, alle zusammen. Hätte ich gar keinen Bock bei 150 Leuten. Meine Fresse, hätte ich da keinen Bock, ey. Das ist echt. Das ist aber voll interessant. Da will ich nochmal mit dir irgendwann aus privatem Interesse mal drüber quatschen, weil ich finde sowas natürlich auch immer super interessant, wie so größere Unternehmen und ihr seid jetzt nun mal ja über 100 Leute dann, wie du das organisiert. 90 Jahre alt. Ja, genau. Und wie ihr das organisiert. Also, das heißt, wie baust du Strukturen um? Ja, du hast ja natürlich auch Hilfe reichlich dabei, aber mich würde es mal interessieren tatsächlich, wie die Aufgliederung ist bei so vielen Leuten, weil hier ist es auch so, Annika ist jetzt fast seit 2 Jahren hier und Annika macht jede 4 Monate was Neues, jede 4 Monate was Neues, wo dann sie immer wieder so eine neue Challenge von mir vor die Füße. Ich habe Quartalsstellen. Ja, Quartalsstellen, ja. Cool. Also ich baue sie halt immer wieder um, weil wir auch immer andere Sachen brauchen und immer uns weiterentwickeln. Und damit wird ja nicht langweilig. Ich werde das Allzweckwerkzeug der Firma. Das ist mega. Ja, so Themen, das überlege ich auch immer. Job-Rotation. Annika Multitool. Ist ja wirklich so. Sie hat angefangen als Prakti, dann hat sie Produktionsassistenz gemacht. Das ist das liebevolle Wort für Aufräumen. Okay. Aufräumen und Vorräumen, also auch
auch vorbereiten. So währenddessen habe ich auch TikTok gemacht. Genau, und TikToks nochmal probiert zu machen. Das war schon selber so ein bisschen die Kreativarbeit. Dann hat sie gewechselt auf Werkstudent. Dann, boah, was hatten wir jetzt? Zweitkanal hatte ich Zweitkanal lange dann geschnitten komplett. Die ganze Zeit. Genau. Und dann jetzt Hauptkanal, Thumbnail, Social Media und jetzt neu dazugekommen, die Vlogs auf dem Zweitkanal. Und dafür dann wieder halt Social Media weg. Also, ne? Also hast du auch die Arbeitsflatrate? Ja, ne? Psst. Darfst du viel arbeiten, wie du willst. Wie bei uns. Ja, nee, Werkstudentin 20 Stunden, alles gut. Und danach ist sie zu Hause, jetzt reicht's. Zum Beispiel das auch das Thema Work-Life-Balance. Ja? Schema Work. Nee. Ich stehe neben euch nach 8 Stunden und sage, geh nach Hause, ihr wollt bleiben. Ich habe nichts gesagt. Aber das krasse ist Thema, warum, also überlegt euch doch mal, Work-Life-Balance, okay? Also ich meine, wir sind doch auf dieser Welt, klar, wir wollen ein schönes Leben haben, wir arbeiten aber auch irgendwie gerne, aber warum muss es denn da irgendwo so diese krasse Unterscheidung zwischen Work und Life geben? Das wollte ich gerade auch sagen, also es ist schwierig, das so abzugrenzen, wenn dein Leben einfach oder deine Arbeit das ist, was du gerne machst. Total. Und dann machst du es halt freiwillig auch gerne noch nach und der Arbeit. Und das ist doch das Thema. Ja. Und das ist das, wo ich, und wenn dann ich diese Diskussion sage, hey, Work-Life-Balance, am Ende ist es doch, klar, liegt es beim selber und du, aber ich mache das, was ich liebe und darum ist auch kein Job für mich. Und aber wie garantierst du denn zum Beispiel als Arbeitgeber dann deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen irgendwie so ihre ich sag mal, Life-Balance mit ins Büro zu nehmen? Weil das ist ja sozusagen die Challenge, die wir dann so ein bisschen... Mobile Office, ja. Nein, kleinen aber... mobilen Schreibtisch. Kleinen mobilen Schreibtisch, genau. Nein, tatsächlich ist ja auch jeder da, jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. Also er kann selber gucken, wie und wo man was mitarbeiten kann. Hm. Und vor allen Dingen kann man das halt auch kombinieren. Ich meine, klar, es gibt natürlich die Wochenenden, das ist auch gut. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich sage halt, ich arbeite samstags nie. Und das mache ich seit 6 Jahren und stringent. Und es tut richtig gut, weil ich kann samstags dann abschalten. Und so ist es auch bei uns im Büro. Also wir haben ja unseren Alex, das ist so, der zaubert uns dann immer zum Mittagessen was. Und das ist halt auch ein cooles Miteinander. Dann sitzen wir alle zusammen beim langen Mittagessen und dann geht es auch immer nicht um Bürothemen, ja. Und wo ich versuche halt schon irgendwo, wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in diesen 4 Wänden. Bei uns jetzt im Büro in Hürth, du hast ja schon mal gesehen. Und deshalb ist für mich auch total wichtig und auch uns als Familie, als Familienunternehmen, diese Räumlichkeiten halt so ein bisschen in der Wohnzimmeratmosphäre zu machen, dass man sich halt da wohlfühlt. Aber trotzdem geht man noch nach Hause, hat dann auch manchmal so ein Change einfach und geht dann so seinen Tätigkeiten nach. Und zum Beispiel das Thema Sport ist mir super wichtig, weil wir haben auch eine Urban Sports Mitgliedschaft, also auch vielleicht für dich. Eine Urban Sports Mitgliedschaft. Ich kann organisieren, ich hab mal hier welche ausgeteilt. Das ist cool, bei uns wird es mega gut angenommen, weil dann gehst du halt vorm Sport, vorm Büro oder nach dem Büro halt wirklich auch zum Sport. Das nutze ich halt auch selber super gerne, weil das ist die beste Medizin, das ist der beste Ausgleich. Du gehst dahin, du kannst abschalten, du bist frisch, du hast tolle Gedanken. Du hast super Energie und das sind so Themen. Das gleiche mit Business Bike. Also, wir haben auch Kollegen und Kolleginnen, die kommen halt mit dem Fahrrad ins Büro und du hast dann halt schon deine Strecke. Du hast deine Energie. Da habe ich Kontakte schon für Mönchengladbach, ne? Für Business Bike tatsächlich. Also, siehst kein Scheiß. Was heißt Business Bike? Du kriegst ein Bike vom Business, mit dem du dich bewegen kannst. Also, genau. Da gibt es verschiedene Mittel, aber das wäre ein Weg, den wir in Mönchengladbach gehen. Sowas wie ein Firmenwagen nur als Fahrrad. Genau. Ja, und das ist richtig cool. Also, du kannst auch mit E-Fahrrädern, dann bist du noch ein bisschen schneller. Richtig. Und die Dinger können jetzt auch schon ganz schön pricey sein, ne? Also, da fängst fängst du an, wenn es gut läuft, bei so 500, 600 Euro und dann geht es aber hoch. Also 2.500, 3.000 Euro. Ja, genau, und dann geht es 2.000, 3.000 Euro hoch bei diesen E-Fahrrädern schon. Die sind richtig heftig. Könnt ihr auch ein Lastenrad kaufen, wenn Freddy vorne reinpackt? Jetzt reicht es mir. Da bist du schon bei 7.000 Euro. Nein, aber das ist echt ganz cool. Und so versuchen wir das Thema Work-Life-Balance auch so ein bisschen bei uns zu leben. Und das ist uns als Familienunternehmen total wichtig, weil man soll ja eben happy, glücklich zur Arbeit kommen, dann natürlich auch wieder happy nach Hause gehen. Aber ich finde halt dieses Thema Work-Life-Balance einfach super schwer. Der ist so ein bisschen dieses Silicon Valley-Ding, ne? Die übertreiben dann ja komplett und probieren, dich da wohnen zu lassen. Genau. Mit, du hast hier noch einen Physiotherapeuten, der hast auch einen Zahnarzt. Ein Zahnarzt. Noch einen Supermarkt meistens auf dem Gelände. Der ist aber häufig so. Also einer der erfolgreichsten Influencer, der Gymshark aufgebaut hat, ist ja eigentlich ein YouTuber gewesen. Oder ein großer YouTube-Zuschauer. Gymshark kennst du, die Anzugsklamotte. Ja. Und den finde ich super. Okay. Ben Francis, glaube ich, habe ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, weil der veröffentlicht halt auf YouTube seine ganze Erfolgsgeschichte immer. Spannend. Mit so monatlichen Updates. Kann ich dir nur empfehlen. Total junger Typ, ich glaube 26 oder 27 auch inzwischen, hat das alles aufgebaut, ist damals noch neben dem Sushi-Liefern, weil er war Sushi-Lieferant, hat er selber die Dinger bedruckt und ist sie dann in dem Auto von dem Sushi-Lieferanten noch ausliefern gefahren. Ne? Also das ist halt
Super, super geile Story. Hat, macht total Spaß zu gucken. Und der hat das auch. Der hat jetzt überall auf der Welt, ich glaube, 6 Campi eröffnet, wo dann Gymshark Headquarters sind. Und ich gucke mir total gerne die Bürotouren an. Da bin ich süchtig nach. Und zu gucken, wie andere Leute das machen. Genau, und zu Infos gucken, zusammen. Was kann man noch mitnehmen? Genau. Ja, genau. Und der hat zum Beispiel auch auf dem Hauptcampus in den Staaten, ich glaube auch L.A. oder so ein bisschen außerhalb sitzen die, hat der auch jetzt für seine Leute das nächste Gebäude in so einem Gewerbepark gekauft und hat da ein dreigeschossiges Gym reingemacht. Und unten der ganze Keller ist die Produktentwicklungsabteilung, dass du dir da unten die Sachen nehmen kannst und dann die eigenen Mitarbeiter pumpen gehen können. Ja, und die haben immer eine Karte. Also es ist ein hypermodernes Gym, was sie da gebaut haben. Und die haben eine eigene Karte, also ihre NFID-Karte. Ja. Deswegen, das möchte ich unbedingt auch haben in Zukunft, dass jeder so eine Membership-Karte hat, wo er dann auch einzelne Räume im Büro öffnen kann und dann vielleicht noch andere coole Sachen mit anlocken oder so. Und da kannst du dann immer du plus 2 Leute kannst du mitnehmen, dann um ins Gym zu gehen. Und dann die eigenen Produkte schon da testen und innovative aus der Ideen. Entwicklung. Ja, und der hat halt selber seinen Spot, als es so also explodiert ist, ja, auch alles so E-Commerce-Sachen, alles nur schön über online weggehauen. Und der hat am Anfang ist er dann zurückgetreten als Geschäftsführer und hat sich dann einen ehemaligen von Nike geholt, der den Laden übernommen hat und der das dann jetzt alles aufgebaut hat. Und er hat ihm von sich selber, also der hat sich dann selber abgeschafft. Dann meinte der, deswegen hat er auch gesehen, dass das der Richtige ist. Er hat ihm nach 3 Jahren dann wieder den Posten zurückgegeben und ist dann auch zurückgetreten als Geschäftsführer und ist jetzt in der Kreativabteilung wieder. Ach, also voll spannendes Konzept und ganz offen immer so, welche neu. Fehler mache ich, was ist das, ich bin jung und dann waren alle so, hä, wie kannst du nicht mehr Geschäftsführer deiner eigenen Firma sein? Und meinte er so, Digga, ich bin 24, hier arbeiten Leute, die sind 40, 45, haben 9 Kinder, als ob die auf so einen 24-Jährigen hören, der gar keinen Plan von nichts hat. Da habe ich mir erstmal den Nike-Dude reingeholt, die dicke Eier und habe erstmal gelernt. Ne? Und dann meinte er, dann habe ich das gemacht, weil ich gut kann Produkte entwickeln, deswegen sind wir so groß. Ich mache die Produkte, ich habe dann anscheinend ein Auge für, die Ideen, wenn ich halt im Gym, auch, ne? Gym bin, so was benutzen die Leute oft, welche Produkte brauchen die? Was kommt gut an bei Frauen, was bei Männern oder alles dazwischen und sonst wo. Welche Produkte brauchen die, was kann man da machen? Und das fand ich total spannend. Cool. Und halt auch geile Offices. Immer sehr schwarz-weiß, also alles immer schwarz gestrichen. Teilweise so offen strukturiert, viel Beton. Er hat sich seinen Konferenztisch gießen lassen. Ich glaube, der wiegt 500 Kilo. So eine Betonplatte. So eine riesige im Gymshark-Logo aber. Ist wirklich crazy, krass, muss man sagen. Also richtig schön. Eine coole Welt. Ja. Ehrlich, nächstes Jahr dann in Gladbach, Leute. Wir kommen woher vorbei. Kommt das Geld? Ah, wenn ich krieg vielleicht, ich krieg Prozente von Milch in Gladbach, wenn ich Hitchler Süßigkeiten nach Gladbach bringe. Ja, natürlich. Gladbach gegen Bonn. Ja, sehr gut. So, wir haben eigentlich Kategorien. Jetzt haben wir uns voll verquatscht am Anfang und sogar noch ein paar technische Störungen mitgebracht. Normalerweise tun wir uns nämlich immer schwer mit Gesprächsanfängen. Okay. Also, aus Gag eigentlich. Und Annika hat immer ein paar Smalltalk-Fragen. Okay. Sollen wir damit mal anfangen? Ja, klar. Annika, hau raus. Sehr, sehr gerne. Smalltalk. Ja. Ich liebe Smalltalk. Du kennst dich auch ein bisschen in Köln aus, oder? Du bist meistens hier. Ja. Gut, dann würde ich euch gerne einfach mal fragen, was denn euer Lieblingsort hier in dieser Stadt ist. Oh. Wenn ich den jetzt verrate, gehen ja alle Leute dahin. Ich wollte gerade sagen, ich auch! Dann ist er nicht mal mein Lieblingsort, hä? Du musst ja jetzt nicht sagen, wenn es jetzt ein Laden ist oder ein Restaurant oder so, musst du nicht den Namen sagen. Wohnung. Kannst ja beschreiben. Außer meiner Wohnung. Habe ich einen Spot? Ja, ich höre hör doch erstmal, was ihr zu sagen habt. Und dann wäge ich nochmal meine Dingens ab. Okay, ich habe aktuell echt einen richtig, richtig, richtig Lieblingsspot. Also richtig krass, auch so erst seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten, seitdem es den erst gibt. Aber das ist Holm. Kaffee Holm, die Holm-Rösterei. Mhm. Mega. Philipp und Nils sind sozusagen da die Head Roasters, nenne ich sie mal. Und die machen das richtig, richtig cool. Die haben schon eine Rösterei einige Jahre und haben jetzt gedacht, Mensch, jetzt müssen wir auch mal Kaffee eröffnen. Wirklich, wenn ihr richtig, richtig, richtig Endstufen Kaffee, Cappuccino, Flat White, ja, ist der Place to be. Wirklich? Wie heißen die? Ich bin Heavy User, ich gebe es zu. Ich bin Heavy User. Aber sind die Ehrenfeld? Holm, nee, mal nicht in Ehrenfeld, die sind cool, aber die sind mal in Sülz, Lindenthal, auf dem Gürtel. Wohne. Ja, oh, cool. Es fängt jetzt an. Es dividiert sich weg. Ja, es dividiert sich nämlich weg. Ja, ja. Genau, in Ehrenfeld gibt es 2, die sind auch ganz cool. Ja. Das Fenster, das finde ich auch ganz cool. Aber noch besser, Holm von Philipp und Nils. Wirklich überragend. Skandinavien-Vibe in Lindenthal. Richtig und, guter Kaffee. Und es ist also wirklich guter Kaffee. Also ich würde schon sagen, wenn ich mir dann nicht jeden Morgen einen Kaffee hole, dann habe ich echt ein Thema. Aber es ist so gut. Und es ist so, ich mag, also entweder fruchtig könnt ihr kriegen oder ich mag es halt auch so gern schokoladig. Weil ich mag, wir haben ja leider keine Schokolade. Deshalb muss ich mir mein Schokolade-Craving woanders sozusagen holen. Und das ist mein Favorite-Spot. Geil. Okay. Cool. Holm. Hm.
Finde ich auch sehr cool. Ja, soll ich mal weitermachen? Bitte. Dann habt ihr noch was Zeit zu überlegen oder zu verheimlichen. Ja. Das Freibad. Pommes-Schranke. Pommes-Schranke. Ja, also ich wohne ja noch nicht so lange in Köln. Jetzt würde ich sagen, bisschen mehr als ein Jahr. Mhm. Ein Jahr und 4 Monate jetzt. Und ich habe jetzt noch nicht so kleine Cafés oder sowas viel entdeckt. Ich gehe mal hin, auf jeden Fall. ich bin halt super gerne in Büchereien unterwegs. Da habe ich aber auch noch keine Favorite-Bücherei gefunden, die ich mag, oder Buchladen. Mhm. Deswegen ist es bei mir tatsächlich der Park. Ich gehe jeden Tag durch sehr große Strecke durch den Park und auch am Aachener Weiher vorbei. Mhm. Und gerade wenn man richtig schöne Tage hat, damit meine ich nicht die ganz heißen Sommertage, weil dann ist dieser Park viel zu voll und dann sind da immer lauter Leute, die grillen auf dem Rasen und sowas. Das ist nicht der beste Parktag. Der beste Parktag ist, wenn alle dachten, es ist kalt heute, aber die Sonne rauskommt und der Park ist super leer und man sieht sogar die ganzen Gänse da rumgehen und die Luft ist so richtig frisch. Ist so, wie man den ersten Frühlingstag beschreiben würde. Und das gibt es öfter im Jahr. Es gibt es auch so im Herbst, wenn gerade die ersten Blätter runterfallen, einfach richtig schönes Wetter ist und man durch diese Parklandschaft geht. Das schön. Gibt mir schon was. Und ich denke auch, wenn ich irgendwann aus Köln wegziehe, vielleicht nächstes Jahr, dann werde ich das vermissen, dass ich halt, also ich bin auch nach Köln gezogen, weil ich keine Lust mehr hatte auf Berufsverkehr und immer mit dem Auto zu fahren. Und Entschuldigung. Und deswegen, ich hatte jetzt ein Jahr lang, dass ich wirklich jeden Tag zu Fuß zur Arbeit gegangen bin und das war echt schön. Ja. Ja. Deswegen würde ich sagen, der Park ist mein Lieblingsort. Okay. Schön. Kann jetzt auch weiterhin bleiben, kannst ja auch im Park laufen. Ja, kannst auch in Köln wohnen bleiben. Zelt aufschlagen. In MG Action Town gibt es bestimmt auch einen Park. Wir sind direkt am Feld, du warst auch schon mal da. Wir haben nur 1 Stunde 40 gebraucht wegen Berufsverkehr. Ich finde, in Mönchengladbach bestimmt auch einen neuen Lieblingsort. Weißt du noch, das Feld? Weißt du noch, das Feld? Ist das vielleicht ein potenziell neues Lieblingsfeld von dir? Also, voll schwierig, bin ich ganz ehrlich. Erste Überlegung war halt tatsächlich das Büro, weil ich ja halt wirklich mein ganzes Leben verbringe. Mhm. Also konträr zu dir bin ich noch so ein dieses Jahr wieder geworden, Samstag-Sonntagstyp jetzt auch. Mhm. Also ich bin entweder hier oder in meiner Wohnung und draußen trifft man mich eigentlich zum Glück nirgendwo an, weil ich bin halt wirklich sehr ungern inzwischen schon unter Menschen. Das ist mir irgendwie auch alles zu viel. Corona hat das nochmal so ein bisschen beschleunigt und bestärkt, aber ich habe einfach gerne Ruhe für mich. Ich arbeite auch gerne solo und alleine einfach so ein bisschen oder Grübel, Ideen, arbeiten heißt jetzt ja nicht nur stumpf irgendwas abtackern oder so, sondern einfach mal, ich habe mir Nina was ausgedacht und dann sitze ich noch da am Wochenende und führe mal so ein bisschen Weiterschrift und dann komme ich zu ihr und sage so, ist cool, ist nicht cool und dann arbeiten wir da weiter oder vice versa, sie macht das halt auch irgendwie so ein bisschen und dann kann man so Ping-Pong, weil das halt eben auch Spaß macht, deswegen sind das schon so die größten Orte und dann dachte ich mir die ganze Zeit, warum fällt mir das auch so schwer, vielleicht dann irgendwie was zu finden, aber das ist schon was, worüber wir uns kurz davor unterhalten haben. Wir ziehen ja auch aus Köln privat weg, also viel später als beruflich. Mhm. Nächstes Jahr werden wir beruflich nach Gladbach ziehen und dann nochmal 2-3 Jahre später mit Clara und ich, vielleicht auch schon vorher, vielleicht werden wir auch in eine Mietwohnung gehen, wenn wir auch keinen Bock haben auf Pendeln oder sowas, müssen wir mal gucken. Aber da steht ja gerade ganz viel im Raum und schauen, wie das funktioniert. Und es kommt halt genau daher, weil ich das nicht mehr so habe hier. Mhm. Also ich war früher immer mit einem guten Freund von mir total gerne in Bars. Und sehr unbeschwert bin ich dann hier sozusagen so durchs Leben getingelt. Ja. Aber inzwischen bin ich einfach gar nicht mehr, und das hat einfach gar nichts mit der Stadt zu tun, das wäre jetzt in Gladbach oder in Bonn oder in Düsseldorf genau das Gleiche, einfach nicht mehr so gerne an irgendwelchen Orten so unterwegs. Ne? Mhm. Also das ist so ganz, ganz komisch gewesen. Deswegen ist tatsächlich meistens immer auf Arbeit, deswegen gebe ich mir auch immer eigentlich Mühe, dass hier alles problemlos funktioniert und läuft. Und wenn nicht, dann tüftle ich halt auch gerne da dran, weil das irgendwie so das eigene Baby ist. Ja, genau. Ja, das kenne ich. Ja. Spannend. Und ansonsten, was ist der Lieblingsort? In Köln war es aber, ne? Mhm. Ja, ansonsten wäre es tatsächlich im Auto. Also ich fand es tatsächlich ganz spannend, immer dieses durch Jahr neue Köln. Sachen zu sehen. Mhm. Ja, auch außerhalb halt, ne? Also eigentlich bin ich da am liebsten dann irgendwie auf dem Weg irgendwo hin, um dann schnell was Neues zu erleben und dann nach Hause und das verarbeiten. Ja. Und jetzt der Showdown. Ich habe überlegt, ich sage es jetzt einfach. Oh mein Gott. Mein Lieblingsort in Köln ist auf dem Dach vom Schokoladenmuseum. Okay, bei Schokolade hast du mich auf dem Dach, war ich noch nie, aber. Ja, dann solltest du da mal hin, ne? Das ist wirklich auf dem schön. Da, wo man links hochgehen kann. Das ist eine ganz, ganz lange Treppe und da kann man echt hochgehen. Warum? Aufs Dach vom Schokolade.
weil du vor allem abends, also ich gehe da des Öfteren wohl mal spazieren. Okay. Wenn man mal irgendwie so ein. Ja, manchmal, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie erkältet bist oder aus sonst irgendwelchen Gründen gerade nicht ins Gym kannst oder so, dann gehe ich manchmal einfach gerne an die frische Luft, wo ich auch niemanden um mich rum habe. Und dann muss ich einfach mal alleine irgendwo langlaufen und dann mache ich das meistens am Rheinauhafen unten. Und dann hat man nämlich, wenn man da hochläuft aufs Schokoladenmuseum, einen super geilen Blick über Köln. Ja, glaube ich. Von da oben. Das ist ja auch das, alles was schön sagen, beleuchtet. Die Treppe ist auf der falschen, also, ne, das ja, Problem die ist auf der falschen Seite eigentlich. Beziehungsweise die Kranhäuser gucken auf die nicht schöne Seite, dann guckt die Treppe auf die theoretisch richtige Seite, aber da wird sich eigentlich nicht aufhalten. Du hast halt einen geilen Rundumblick. Du kannst auf die andere Seite gucken, du kannst auf die Kranhäuser gucken, du kannst noch da gucken, kannst in die Innenstadt gucken. Das ist ein Secret Spot, kenne ich nicht. Ja, und jetzt habe ich ihn gedroppt. Ich hole mir erst einen Kaffee bei Holm und wenn der Kaffee dann leer ist, dann rüber. Dann brauche ich noch ein paar andere Kaffee. Ja. Und dann stellen wir schön rein in meine Schokobrunnen. Ja, krass. Cool. Ja, finde ich auch Spot. Sehr cool. Also wir sehen uns schon immer nach dem Schokoladenmuseum. Ja. Alles klar. Cool. Ein Bewerbungsgespräch, ja. Die Schweine. Nee, aber ansonsten bin ich auch super gerne privat halt, ne, im Garten von meinen Eltern oder bei mir in der Wohnung oder im Auto tatsächlich. Das wird jetzt eher schwieriger, die Adresse kennen wir noch nicht. Mein Papa ist ein Riesenfan. War am Samstag. Von mir offensichtlich und von dir. Okay, ja. Ja, natürlich. Okay, mein cool. Papa ist ein Riesenfan, weil der liebt Hitchies über alles. Okay, das freut mich. Willst du mir eine Tüte mitbringen? Das unterschrieben von Philipp selber. Ich habe keinen Stift, aber die Idee ist cool. Ja, wir haben, glaube ich, einen Stift schaffen wir gerade. Ja, gut, die Technik. Wir haben, ich weiß, die Mama hört immer zu hier, ne? Ja? Ja, ja, klar. Cool. Du kannst ja auch mal mitkommen am Wochenende hier. Nicht ja, komm doch mal. Lern doch einfach auch mal meine Eltern kennen. Seid alle herzlich willkommen bei mir. Ist gut, dass wir alle immer zu deinen Eltern dann dürfen. Ja, hier. 85 Jahre niemand mit nach Hause gebracht und dann auf einmal so ein Wochenendtag. Das ist gut, Nina. Fokus, Fokus. Standard auf dem Dach. Fokus. Arbeit. Ja. Ah. Guck mal jetzt hier, oh Gott, da kommt wirklich jetzt ein Kuli raus. Wow. Er unterschreibt das jetzt für die Leute, die nur zuhören. Oh Gott, da ist die kleine Knistertüte jetzt. Zack, 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 zack. Was ist es denn? Klassische Hitchies. Klassische Hitchies, oder? Die mag er gern. ASMR Hitchler. Okay, ASMR. Boah, er macht jetzt hier. Boah, jetzt müssen wir noch einen Namen drauf machen, ne? Oh Gott, oh Gott. Guck mal hier. Irgendwann finden wir die bei eBay Kleinanzeigen. Ja, ja, pass 10.000 auf. 10.000 Euro. Also ihr könnt jetzt einfach jetzt. Die kommt nie an bei meinem Podcast. unter dem Podcast hier in irgendwelcher Beschreibung, dann seht ihr jetzt einfach einen Link zu eBay Kleinanzeigen. Ja, danke könnt jetzt schön, hör mal. Geld geht in unsere Kasse. Ey, apropos, ich habe schon Anfragen, du doch sicher auch, ich habe Anfragen bekommen bei Insta, ob ich so Autogrammkarten schreiben kann. Achso, ich lese das alles nicht. Okay. Ich lese es schon. Hier. Ich lese es gar da krieg ich meinen Deckel von meiner Frau. Nee, nee, ich krieg so viel Morddrohungen, da habe ich auch irgendwann auch aufgehört. Ich kriege eine Morddrohung von meiner Frau, wenn ich weiterlese. Ja. Oh nicht. Ich bin ganz ehrlich. Viele Grüße. Nein, das ist wirklich so. Ich so, ja, okay. Liest du schon wieder deine Nachrichten? Die so, hey. Ich hab, aber guck mal, Kamuschka zum Beispiel, die hat erst gerade gedroppt, die war bei OMR. Übrigens sehr sympathischer Podcast. Also, könnt ihr auch mal reinhören mit Philipp. Ja. Und da hat Kamuschka erstmal gedroppt, dass sie am Tag 5 Stunden dafür braucht, ihre Community selber zu, oder ihre Anfragen oder Fragen zu beantworten. Ja, direkt jemanden einstellen. Direkt jemanden einstellen. Direkt jemanden einstellen, direkt unsympathisch. Direkt dann auch immer wie so ein Politiker mit so einem Strich am SM, Social Media Abteilung. Das geht halt einfach, weil es sind die privaten und persönlichen Accounts. Ja. Und das geht halt, weil da kommen auch super persönliche Fragen. Hey, bei mir kommt jetzt schon, wenn wir mal durchgescrollt haben, super häufig Hallo, Sturmi oder Team, die das beantworten. Die schreiben mir schon so. Die wissen das. Da bin ich einfach hart. Mit mir kann man nur kommunizieren über einen Twitch-Chat, weil dann ist live und direkt und wir haben eine Konversation und das ist nicht Nachrichten. Ich mag das nicht. Mit fremden Nachrichten schreiben ist so wie in einen Bus einsteigen. Das finde ich komisch. Das finde ich dann, das ist so wie so ein WhatsApp-Chat und dann so mit, da bin ich immer noch 11. Da habe ich einfach Panik vor. Und ich hatte ganz früher, hatte ich das immer offen, auch auf Facebook und auch auf Instagram und dann habe ich keinen Scheiß, also das ich erzähle es immer so als Witz, aber ich habe so viele Morddrohungen bekommen von Leuten, die das funny fanden, weil ich das mal gesagt habe in einem Stream, dass mich das so also damals wohl eher noch verunsichert hat. Also einfach so random so, hi, wie geht's dir, hi, wie geht's dir, so 2 Nachrichten ins Leere und dann so, ich bring dich um, du Hurensohn, wenn ich dich sehe. Und dann dachte ich mir so, Digga, was ist denn jetzt passiert? Und dann halt immer mehr und immer mehr. Und dann bin ich ganz, 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 ganz früher, bin ich mal zur Polizei gegangen, die haben mich angeguckt, meinen so, ja, ist denn was passiert? Meinte ich so, nö. Aber ich wollte doch nicht dann, so lange warten, bis was passiert. Nee, und dann meinte ich so, kommen. Ja, aber was macht man denn jetzt hier, weil das hat sich so wirklich gehäuft irgendwie. Und dann meinten die so, ja,
nicht lesen, ne? Schönen Tag noch. So, und dann dachte ich mir so, ja, das okay. Das ist kein Spaß. Und dann habe ich mir, dann habe ich mir das zu Herzen genommen und jetzt geht es tatsächlich nur über Twitch. Was heißt das zu Herzen? Das ist auch einfach, ich würde super gerne jedem Rede und Antwort stehen, ja, immer, ja, weil das ist ja auch sinnig, aber ich denke mir so, also das mal kurz zur Seite, das gehört mit zum Job dazu. Ja, ja. Aber das ist halt super merkwürdig, den ganzen Tag dann immer auf alle Leute einzugehen. Deswegen denke ich mir, bei Twitch kann ich das so voll schnell abfrühstücken. Ich kann halt reden, anstatt zu schreiben, damit ich auch schneller. Und wenn Leute dann wirklich so, hey, wo ist das und das der Gegenstand hin beim Podcast? Wir hatten immer eine blaue Gießkanne hier, wo ist der hin? Dann sage ich so, ach so, steht hinter mir gerade auf dem Tisch für ein anderes Video. Mhm. Thema geklärt, muss ich nicht durchscrollen und gucken. Blaue. Richtig, ja. Richtig. Aber zum Beispiel, weißt du, das sind so Banalitäten bis hin zu wirklich wichtigen Sachen, sowas wie, warum kommt nichts mehr vom Foodtruck? Und dann habe ich dann im Stream drüber geredet und dann haben wir ein eigenes Video daraus machen können auf dem Zweitkanal. Also das macht dann für mich in der Kommunikation viel mehr Sinn. Weil du halt auch Punkt. Engagement darüber. Okay. Ja, ich habe da dieses Jahr genau mit Frau Beauty, die habe ich durch Sally kennengelernt, weil die zusammen, ich glaube, Shopping Queen gemacht haben. Mhm. Und mit ihr habe ich lange drüber geredet, weil die komplett schockiert war, dass ich das nicht tue. Mhm. Die meinte, ja, du hast ja auch so einen großen Account wie Sally, wie geht das, wie gehst du damit um mit den Kommentaren und so, wie du das moderierst, habe ich gesagt, gar nicht. Mhm. Und dann meinte sie so, hä? Ja, genau. Hä? Dann meine ich so, ja, also erstmal können die Leute schon ganz gut auf sich selber aufpassen. Zweitens, wenn irgendwie was groß kritikmäßig komplett eskaliert, dann werde ich das schon mitkriegen, auf jeden Fall. Und dementsprechend lasse ich die Leute da erstmal machen und ansonsten haben wir alle immer so ein Auge drauf, natürlich auch auf Kommentare. Und dann Nachrichten beantwortest du die? Dann meine ich, nee, ich rede mit den Leuten gerne auf Twitch, da gibt es so einen Kanal, aber ansonsten hätte ich auch gar nicht die Zeit und die Muße dafür, dem gerecht zu werden und das finde ich dann immer so unfair. Und Twitch ist kostenlos, alles kostenlos. Twitch, meinst du, ich habe da, ist das was für mich? Also erstmal kann man alles überall machen, aber das wäre auf jeden Fall Grübelarbeit. Mhm. So für ein Talk-Format wäre cool. Mhm. Also wir streamen den Podcast ja meistens auch auf Twitch, heute wegen neue Technik und so erstmal ausprobieren. Nicht, okay. Ist auch gute Entscheidung gewesen, dass, weil wir hatten heute so ein paar technische Schwierigkeiten, dass wir es nicht gemacht haben, weil das live ist dann immer schmerzhaft. Ja, genau. Aber wenn du dir ein kleines Team drumherum aufbaust, würde ich immer sagen, mitnehmen. Ja. Also ich sag, wir leben in der Zeit des klugen Social Media Recyclings. Mhm. Also sieh, du machst einen Stream, das ist dann gleichzeitig auch ein Video. Aus dem langen Video macht man mehrere Clips. Shorts, und dann machst du aus dem langen Video noch Shorts. Ja, das heißt, du hast mit einem Stream 2 Stunden vielleicht so 20 Inhalte generiert. Okay. So. Cool. Und das ist halt natürlich was, da braucht man pfiffige Leute und da muss man Sind wir wieder beim Thema. Ja, aber also bei uns ist ja auch ein Prozess. So, Timo macht das jetzt zum Beispiel für den kompletten Podcast-Kanal und da hatte ich auch schon Momente, ich kann da nicht immer mehr reingucken, weil wir zu viel machen. Und dann bin ich mal sporadisch reingegangen, habe ich ihm geschrieben, das ist nicht gut deswegen, das ist nicht gut deswegen, das ist nicht gut deswegen. Und dann probiert er sich zu verbessern und umso mehr er das macht, wird er automatisch besser. Ne? Das heißt, die Kulanz von meiner Seite muss immer sein, es wird was produziert oder es kommt auch mal was raus auf meine Social-Media-Kanäle, wo ich vielleicht nicht 100% mit bin. Mhm. Aber das, was ich abgebe, ist sozusagen die Zeit dafür. Es passiert halt und dann muss meine Kulanz sein, auch das so zu akzeptieren und ihm dann immer Feedback zu geben, weil er ist nicht schuld daran. Die Schuld ist immer, dass wir vielleicht dann zu schnell zu viel wollen. Und dann muss ich das erstmal einpendeln. Ne? Okay. Und das ist halt, glaube ich, da muss man dann am Anfang immer noch ein Stück mitgehen. Ich weiß nicht, wie sehr du Herr über deinen Content bist oder wie sehr du dahinter bist, aber das musst du abgeben, weil ansonsten geht das nicht hochskaliert. Sehe ich auch so. Spannend. Krass. Ja. Unternehmensberatung, 150 Euro die Stunde. Ich zahle in Naturalien. Finde ich gut, ja. Ich habe schon gehört, alles, was man sich in Köln immer über dich erzählt, Philipp, ist tatsächlich, dass man mit dir nicht gerne Verträge macht. Du bist wirklich knallhart. Ja. Ist egal, mit wem ich geredet habe. Der Sugar Daddy. War er genau. Der Sugar Daddy, ey. Der Sugar Daddy, ja. Das ist er. Alle, ey, ausnahmslos, egal, wer mit dir mal an einem Tisch saß und über irgendwas gesprochen hat, sind alle immer, boah, der ist so knallhart, da hast du keinen Bock drauf, ne? Dann ist wirklich die Türe zu und dann ist nicht mehr Hello Friends, dann ist Hello Vertrag und ab dafür. So schlimm bin ich aber nicht. Nein, nicht mal schlimm. Du machst das so liebevoll, dass die Leute dann ein richtiges Problem mit haben, weil die wollen dann so, aber können wir nicht? Dann sagst du, nee, machen wir nicht. Aber der Ruf eilt dir voraus, dass du auf jeden Fall knallhart bist und dass Leute sagen so, ja, da musst du schon wissen, was du willst, weil da gehst du anders raus, als du reinkommst auf jeden Fall aus dem Raum. Aber das ist auch wichtig gegenüber dem Handel. Das ist ja, auch, ja, du musst da ja mit den, genau, mit den richtigen Hardcore. Auch ein spannendes Thema. Wisst ihr eigentlich, ich weiß jetzt nicht, was ihr noch so geplant habt, aber wisst ihr eigentlich, wie das Thema, wie kommen eigentlich Süßigkeiten in die Regale? Warte, lass uns da später drauf eingehen. Okay. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Nee, ich will nur Annika nicht unterbrechen, weil die hat nämlich nur zwei Fragen. Wir gleisen heute voll. Ja. Aber ich finde es gut. Sag mal, wie viele Stunden reden wir denn heute? Solange wir wollen. Okay, perfekt. Solange bis Nina weg muss. Wann musst du los? 24. 14 Uhr? 15 Uhr? 16 Uhr? 16, 17 Uhr? 16 Uhr.
18, ja, dann sind wir doch locker durch. Okay. Ja. Also, meine ich damit? Ja, ja. Weil es ja also, ich habe insgesamt 3 Smalltalk-Fragen, deswegen okay. meinte Freddy jetzt, dass ich noch nicht fertig genau, bin. Genau, genau, genau. Mit der zweiten Frage, das finde ich ganz lustig, glaube ich, mal zu erfahren. Was war denn der absurdeste Trend, den ihr jemals mitgemacht habt? Ob es jetzt Klamotten Boah, sind, die ihr getragen habt oder ob es irgendeine Art von ist Video ist, die ihr mitgemacht habt, obwohl ihr im Nachhinein sagt, das war schon sehr cringe. Ich habe Fidget Spinner mitgemacht, auf jeden Fall. Okay. Mhm. Ja, aber so als Meme. Aber mhm. schon natürlich, damit ich auch den Trend mitnehmen kann, irgendwie auf dem Kanal. Und das ist mir immer noch sehr unangenehm, ja. Ja. Ich wusstet ihr übrigens, das ist meine, viel um Verschwörungstheorien in letzter Zeit von meiner Seite aus, tut mir leid, aber ich kann es begründen. Fidget Spinner kam ja aus dem Nichts und sind wieder gegangen, mhm. wie sonst was. Genau. Und ich sage euch, das ist meine feste Überzeugung, dass das der erste Versuch war, von dem Algorithmus, Machine Learning im Hintergrund, Themen zu steuern, beziehungsweise uns biologische Wesen mhm. irgendwie mal zu lenken mit so inhaltsorientierten Sachen, weil das kam aus dem Nichts und hat keinen logischen Sinn gemacht in der Aufarbeitung. Ich habe es immer gesucht. Ich habe den Sinn gesucht. Ich habe es nicht verstanden. Genau, genau. Und deswegen sage ich, das war einfach nur eine Randerscheinung, weil irgendwo muss ein Algorithmus-Peak gewesen sein, was dem Algorithmus ausgelesen hat, oh, das ist interessant, das zeige ich mehr Leuten. Und dann war es so komisch, also diese Grund, also dieses Starting, das war irgend so ein Typ, der hat das gedreht und hat so einen Trick damit gemacht. Und dieses Ding ist ja so viral gegangen, dass das dann Leute nachgeäfft haben. Und wenn es viele Leute machen, machen es andere Leute. Und ich sage dir, ich bin der festen Überzeugung, dass diese Machine Learning-Geschichte gesagt hat, wir probieren einfach mal ein Thema zu inszenieren und gucken, wie weit wir das pushen, dann was überall in den ganzen Nachrichten. Krass. Und dieser Input kommt ja auch wieder zurück in die Maschine, weil Nachrichtensender laden ja auch die Nachrichten auf YouTube hoch. Krass. Das heißt, dieses System lernt dann, oh, ich habe ein Ding gepusht und jetzt kommen auf einmal von allen relevanten Kanälen, also CNN oder den großen Nachrichten, wo Leute auch so relevante News oder die auch dann von den Menschen hinter dem Algorithmus eingestuft werden als Informationsquelle, da kommen sozusagen die Informationen, die ich gepusht habe, Fidget Spinner, kommen wieder in die wichtigen Informationskanäle rein als Newsbeitrag. Mhm. Warum ist das so? Keiner versteht das. Und dann wurde das halt wieder so weggenommen vom Algorithmus, dass es nicht mehr gepusht wurde, Fidget Spinner, und dann war das Thema ja tot. Innerhalb von einer Woche. Hey, die Lage ging ja jetzt noch an den im Saturn am Eingang. Die immer noch da. Übertrieben viele. Und das ist meine feste Überzeugung, dass das irgendwas war, dass man probiert hat, so ein News zu streuen. Einfach zu testen. Weil wenn man weiß, wie dieses System dahinter funktioniert, dann macht YouTube ja auch keinen Hehl draus. Es ist ja wirklich eine Maschine, die lernt, mit den Daten, die sie sammelt, umzugehen. Und die Leute, die da arbeiten, also die Algorithmus-Leute, die machen ja nichts anderes, außer auszulesen, was vor einem Monat die Maschine interessant fand. Die sind ja gar nicht up-to-date. Die können nur danach gucken, was die Maschine interessant fand und dann schauen, wie der Algorithmus dann dementsprechend funktioniert, weil die Maschine sich das ja die ganze Zeit selber beibringt oder dieses Netzwerk, dieses neuronale Netzwerk an Daten, was die da geschaffen haben. So, das ist ja im Prinzip fast schon so die Smart, wenn das noch eine künstliche Intelligenz reinkriegt, dann hast du ja alle Daten so gefühlt auf YouTube, die dann da irgendwie verknüpft sind. Das ist ja dann ein kompletter Irrsinn. Hier lernt man richtig was. Und deswegen sage ich immer, das ist so eine tiefe Unruhe bei dem Fidget Spinner-Ding, weil ich saß dann da und dachte mir, boah, das ist so ein guter Case, das ist so ein guter Study-Case gerade für so ein interessantes Hype-Topic, weil das keinen Sinn ergibt. Immer um die Zeit ist irgendwas im Hype und es gab einfach nichts, keine Serie, nichts anderes. Und dann war einfach so, klack, Fidget Spinner, weg. So, und dann kam wieder so, Australien brennt. So, weißt du, was ich meine? So, und dann hat Australien gebrannt und dann war das auch nicht mehr, dann ist es halt wegrationalisiert worden. Und deswegen dachte ich mir immer so, boah, okay, irgendwas lernt hier gerade ganz viel, wie weit du das pushen kannst. Und auch der Irrsinn, wie schnell das ging. Innerhalb von einer scheiß Woche lagen die Dinger dann überall. Genau. Überall! Die waren wie vorbereitet. Ja, genau. Das war dann. Überall gab es die. Ja, richtig. Jeder hatte auch einen. Richtig. Ich nicht. Ja, wir haben immer noch meine hier, die liegen immer noch hier. Ja. Ich habe die nicht verstanden. Ich habe irgendwann mal so einen mit Hitschler drauf gefunden, irgendwie bei uns im Büro. Ich dachte so, ey, was ist das? Und gestern habe ich noch irgendwo das Mittelteil davon gesehen, irgendwo lags rum. Ja. Ich habe, während du da gerade deine Ausführung gemacht hast, habe ich noch mal so die letzten 10 Minuten drüber nachgedacht. Nein, Quatsch. Arbeite doch bei Philipp, dann kriegt ihr schnellere Ausführungen. Keine Deep Dives mehr, nur noch Oberflächlichkeit. Gut gemacht oder schlecht gemacht. Hier kriegst du einen Sticker auf deine Arbeit. Ja, Philipp, Smalltalk. Also welchen Trend ich mitgemacht habe, das war echt richtig krass, weil Kids der 90s, also 80s, 90s, ne? Hier, Kinder der Süßigkeiten, beziehungsweise Kids der 90s. Und zwar richtig krasser Hype. Und zwar beziehungsweise Backstreet Boys. Und die hatten Kinder noch Aaron Carter, logisch. Ja. Hier, Hardcore,
Hier diese, der diese ja, mit der Welle. Ja, pass auf, aber richtig. Aber ich meine, ich habe ja so eine Powerwelle, ne? Ich meine, ja, das ist ja wirklich nicht gefüllt. Das ist halt wirklich Naturwelle, muss ich sagen. Du versteckst deine Naturwelle immer ja, gut. Ja. Aber mir ist sie wirklich. Ach, nein, aber. So, also passt auf. Und dann habe ich wirklich mit Aufhellung, mit einem Freund von mir, total jeck, sind wir dann halt einfach wie so, okay, wir wollen jetzt blonde Haare haben. Ne? Das haben wir gemacht. Wir sind nicht zum Friseur gegangen, nö. Wir sind halt in DM und haben immer uns. Immer eine schlechte Idee. Ja, hey, man lernt draus und ich habe jetzt noch Fotos, das ist mega witzig. Dann sind wir zu DM und haben es dann wirklich für 99 Cent, ich weiß gar nicht, ob es D-Mark noch war, aber es war wirklich dieses Aufhellungsspray, ne? Und da steht ja wirklich drauf. Und ja, hier dann so bitte Haare nass machen, draufsprühen und möglichst nicht in die Sonne gehen und föhnen, ne? Und wir so, ja, okay, komm, gesprüht, geföhnt, hast nichts gesehen. Wir so, ja, komm, Flasche aufgeschraubt, schön rein. Ach du Scheiße. Gott. Einmal Haare frittiert. Ja. Einmal gegrillt und dann aber hier bewusst diesen Scheitel ausgerissen. Ey, das war, dass meine Mutter mich nicht irgendwie vor die Tür gesetzt, das war ein Wunder. Aber dann, das war richtig krass. Weil ich habe dann noch so braun-blonde Haare bekommen. Mhm. Und ein Freund von mir, mit dem ich das gemacht habe, der hatte halt so auch braune Haare, aber bei die dem sind orange geworden. Ja. Echt? Die Erfahrung durfte ich auch mal 15 machen. Das war so krass. Und das war dann so, ja, das war, aber es war richtig witzig. Aber es war ein witziger Trend. Wir haben hier mitgemacht, wir haben es gefeiert und es ist halt hardcore ausgewachsen. Und dann hatte ich die irgendwann hier und dann musste ich abgeschnitten. Das war sehr witzig. Ja, okay, das war Short Story. Lustig. Ja, ich habe auch überlegt, mir sind zwei Sachen eingefallen, aber also es waren nicht viele Trendsachen. Mir sind zwei Sachen eingefallen, es waren auch zweimal Haarunfälle. Ja, ja. Lustig, dass du sowas Ähnliches erzählt hast, erzähle ich den anderen. Also ich hatte definitiv ein Ding mit diesem ganz tiefen Emo-Seitenpony. Oh, das krass. War mein Ding, ja, ja. Das und Pony. Dieser furchtbare schwarz-weiß kariert, also generell alles schwarz-weiß kariert. Ja. Schwarz-weiß kariert, so also tief hängender Nietengürtel, mega Emo. Oh, Nietengürtel, ja, hatte ich auch noch zu Hause. Das war auf jeden Fall sehr lange in der Mittelstufe ein Thema bei mir und da sind so ungemütlich auch auf diesem Nietengürtel zu sitzen immer. Der war dann immer noch so über den Asch hat der gehangen. Wenn du so eine Niete hattest, die waren die billigen. Ich hatte immer die von Pimki oder irgendwie so. Die ganz grausam. Pimki Thema war China. Auch ein Ding. Aber die, wenn du dich da drauf gesetzt hast und dann waren die nur so reingesteckt in den Gürtel. Mhm. Und wenn du dich einfach gesetzt hast, nicht nachgedacht hast und eine Niete hat rausgesetzt, hast du dich halt mit dem Arsch in dieses Ding gesetzt, Junge. Akupunktur. Die richtigen Punkte gedrückt, ey. Ja, das war ein Ding. Das ist, glaube ich, so das einzige Trendmäßige. Und du? Das andere war einfach nur ja, also so klamottenmäßig würde ich auch sagen, zum Beispiel das schwarz-weiß karierte Schal war bei mir ein Ding, aber bei mir war auch ein Ding Colorblocking. Also so grüne Hose, lila T-Shirt, blaue Strickjacke da drauf. Also ich habe echt so irgendwann mal meinen ganzen Kleiderschrank aussortiert mit viel zu grellen Farben, die ich nie wieder anziehen werde. Aber ist wieder in. Ja, aber ich würde es nicht nochmal machen. Die Haare sind auch wieder in. Ich würde es auch nicht wieder machen. Also die Backstreet Boys sind wieder unterwegs. Und die Jungs und Mädels auch. Ja. Na, was mir direkt eingefallen ist, was ich so bescheuert finde, dass das damals so ein Riesentrend war, war die Ice Bucket Challenge. Also es hatte ja einen guten Sinn an sich. Hat Helene Fischer noch gemacht, das weiß ich noch. Genau, aber die wenigsten haben den Sinn verstanden, sondern einfach alle haben nur Videos gemacht, wie sie sich halt mit so einem Eimer Eiswasser übergießen und ich habe damals auch mitgemacht. Echt? Und, ja, gibt es noch ein Video? Auf Facebook, glaube ich, gibt es davon auf noch. Facebook? Ja, okay. Facebook. Oder ich habe es gelöscht, ich weiß es nicht. Aber Facebook vergisst ja nie. Nee, das Internet das auch. Das Internet? Nee. Ja, spannend. Ja, das war bei mir so trendmäßig. Okay. Ey, apropos komische Challenges. Das ist mir, ich glaube, mit irgendjemandem, ich weiß nicht, ob das denn war oder du, mit irgendjemandem habe ich darüber geredet, was diese komischen Challenges, das war mal eine Zeit lang, als Facebook noch ein größeres Ding war für super die krass. Jugend in unser aller Leben. Ja. Da waren so Challenges auf Facebook irgendwie. Total das war ein normal, Ding. Ja. Erinnert ihr euch noch an diese Rainbow Milk Challenge? Sagt euch das was. Rainbow Milk? Du hast da mit mir drüber geredet. Ich habe mit dir darüber geredet. Du warst Rainbow, das. Rainbow Milk? Hab ich noch nie sich gehört. Ein paar Liter Milch gekauft hat. Und dann hast du das eingefärbt mit Lebensmittelfarbe. Hast dann zu zweit, zu dritt, manche haben das auch alleine gemacht. Das weiß ich so genau, weil aus meiner Stufe haben das sehr viele Leute gemacht damals. Die haben dann die Lebensmittelfarbe in die Milch gekippt und eingefärbt und halt auf Ex getrunken. Und dann so, kotzen. Dass du genau kotzen musst, damit du halt einen Regenbogen kotzt. Ja. Und dann haben die davon Fotos gemacht und Videos und das hochgeladen. Das war so, yay.
Ja, doch, 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 doch. Ja, mit Kotzen, doch, doch. Also ich weiß auf jeden Fall, es gab so kranke Challenges immer als Kinder. Ja, ja. Ja, das war die Zeit, wo die Nyan-Nyan-Cat noch ein großes Ding war. Auf jeden Fall mit diesem Regenbogen. Grüße gehen raus, Jen. Ja, ja. Ja, Zimt-Challenge war ja auch super affig. Habe ich alles nicht mitgemacht. Nee, das habe ich auch nicht mitgemacht. Nee, sowas habe ich auch nie gemacht. So Harlem Shake habe ich auch nicht gemacht. Harlem Shake. Den habe ich gemacht mit meiner Fußballmannschaft. Mit deiner Fußball. Das ist auch so ein Fußballmannschaft-Thema, ja. Harlem Shake, ja, Mannschaft. Ja. So, letzte Smalltalk-Frage. Dann katapultieren wir uns mal raus. Dann können wir vielleicht auch schon Dustin hier zuholen für eine geheime Kategorie. Auch wenn er das nicht machen wollte. Willst du ihn schon mal holen? Dann wird jetzt im Hintergrund gelaufen, finde ich gut. Okay. Was war euer furchtbarster Urlaub? Nee. Oh nee. Boah, bei Nina können wir, glaube ich, nicht. Den kenne ich schon. Den kenne ich, ja. Der ist schon hardcore gewesen. Okay. Du kannst ihn ja verkürzen. Nee. Dustin hat eben vorgeschlagen, dass ich das Format Hass mit Hella bekomme und ich möchte mir das gerne aufsparen als Opener, weil damit catche ich euch alle. Okay. Der ist wirklich krass gewesen. Das ist schon der Streichler, ne? Das ist der Streichler-Urlaub gewesen. Ja, okay. Oh boy, ja. Okay, ich bin hooked. Die hat wirklich echt ein Händchen für komplett Psychopathen. Ja, Mallorca dieses Jahr auf jeden Fall. Voll Dankeschön. Schrecklich nett, mit euch vielen allen. Dank. Ja, war auf Malle? Ja, wir haben Teamurlaub gemacht. Boah, bei euch läuft's. Ja, ne? Hör machst mal. Du das mit deinem Team? Nein. 150 Hallo, Leute. Die arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Schön, kann, im schönen Odenwald. So, guck, ganz ehrlich. Life Balance, der wir arbeiten, wo man Urlaub macht, wie Urlaub eine Woche. Wie einer hat mehr frei und wie einer ganz ist ehrlich, krank. Wer rastet, der rostet. Immer wenn jemand aus dem Urlaub kommt, wenn dann, da wieder, wenn, ja, wirklich, da ist ja erstmal jemand schnupfen und jemand krank. Da fahren wir doch nicht in Urlaub. Ja, das ist einfach der Klassiker. Philipp intern auch, muss man auch immer begrüßen wie den Papst. Da muss man immer Salve Papa, muss man machen. Ich bin nicht so schlimm, nein. Ich mache auch immer nur Spaß. Aber das ist doch super oft so. Freund von mir, so gestern aus dem Urlaub wiedergekommen, die wollten mich kurz treffen. Ah ja, nee, leider, die Kinder haben Schnupfen. Ja, okay. Also es ist doch immer so, dann fahren wir lieber nicht in Urlaub. Nee. Mein schlimmstes Urlaubserlebnis. Boah. Als die Mitarbeiter alle im Urlaub waren, die Schweine. Ey, das ist wirklich, ich freue mich eigentlich immer wieder, wenn Montag ist. Und eigentlich immer wieder, wenn ich so zurück bin. Deshalb ist es wirklich krass. Also auch, ich liege manchmal, bin da zu Hause und dann vergesse ich manchmal, ob Samstag oder Sonntag ist oder was auch immer für ein Tag. Und dann sage ich immer zu meiner Frau, und dann würde ich wirklich so, ah ja, morgen. Und die so, nee, Philipp, morgen ist Sonntag. Ich so, ah, Mist, übermorgen bin ich zurück im Büro. Aber Urlaub, boah, ich, mein schönster, schlimmster Urlaub. Ich war gerade der schönste. Schlimmste ey. Urlaubserlebnis. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so schlimme Urlaubserlebnisse. Ich habe da, also, das ist jetzt mega langweilig, aber vielleicht erzähl du doch deinen. Vielleicht ist ja so schlimm, dass er schon beide doch, zählt. Du kannst es ja entschärfen. Das mache ich nicht. Mach mir das auf, der kommt schon, irgendwann kommt die Story. Also, ich fall noch du kannst ja zumindest kurz das Highlight schon mal rausmachen, weil das ist wirklich sehr lustig. Also die Streichelgeschichte. Ich muss noch überlegen, ob ich das öffentlich sagen kann. Ja, weiß ich nicht. Soll ich das sagen? Und du musst dann nicht? Dann ich kann ich es auf mich noch verlinken oder so. Zu viel passiert. Ja, da, also nicht alles davon, aber dieses Streichelding war auf jeden Fall, das ist schon eine Nummer. Aber musst du auch nicht. Das ist natürlich auch dir. Nee, überleg noch mal ein bisschen. Ja. Ja, man sieht sich, ja gut, okay, los geht's. Man sieht sich, also wirklich kein Group Pressure, nein. Aber wenn's. 3, 2, 1. Ist ja nicht schlimm, aber also. Es ist wirklich eine Bombenstory. Aber das Ding ist halt so, passiert. Nina hat auch so 10, 20 Stück davon. Okay. Das ist wirklich ungut viel. Du, scheinbar. Du, manche Leute sammeln Briefmarken. Ja, ich sammle komische Erinnerungen. Schlimme Erlebnisse. Also ich sag mal so, der Urlaub ist bestimmt komisch. Okay. Also ich versuche es ganz, ganz freundlich und politisch korrekt alles auszudrücken. Also der Urlaub ist bestimmt etwas seltsam. Ja. Wenn du morgens wach wirst, im Bett von jemandem, den du gedatet hast vielleicht. Okay. Und du wirst wach und davon, weil die Mutter in der Mitte vom Bett sitzt und dem Sohnemann über die Wange streichelt und den aufweckt und du dann einfach eigentlich nur noch da nicht so... Entschuldigung. Das ist ein bisschen viel, ne? Das ist krass. Das war auch das, was du erzählen wolltest. Ja, ich glaube, oder? Also ich dachte, dahin geht die Reise. Also ich kenne ein paar Storys von dir. Wir haben ja einige Trips immer, da wird sich dann viel ausgetauscht. Wurde denn auch noch gestreichelt oder nicht mehr? Du, ey. Nee. Hast du mal ein Bänkchen oder ein Bäckchen hingehalten? Hallo, guten Hallo, Morgen. Ich bin auch noch da. Hallo. Krall mein Arsch jetzt. Krall mein Arsch. Tag 1, ey. Krall mein Arsch. Krall mein Arsch. Ja, aber da gab es noch so einen Film. Krall mein Arsch? Nee, das ist falscher Podcast, aber ich glaub, Philipp. Heißt How to Lose a Guy in 10 Days.
Ah, ja. So. Ah, ja, mit Sandra Bullock und noch irgendwie. Nee, nee, ist nicht Sandra Bullock. Nee, ist nicht Sandra. Ja, genau. Nee. Reese Witherspoon. Nee, auch nicht. Ist sie das nicht? Kate Hudson. Wo die dann noch in dieser Hütte sind, in dieser Holzhütte auch mit der Familie. War das das? Nee, auch das nicht. Das ist dann eher dieser andere Film. Du bist bei tatsächlich Sandra Bullock. Das ist aber auch so einer. Aber so der Format ist ähnlich, aber der ist, glaube ich, mit... Warum kenne ich sowas? Ich habe meine Kindheitserinnerung verloren. Wie heißt der Mann von hier, der Deadpool? Ryan Reynolds. Ja, das mit dem. Ja, genau, mit Ryan Reynolds und Sandra Bullock. Der andere Bullock, ist aber mit diesem Matthew und ich kann den Nachnamen nicht aussprechen. McConaughey, sagt man immer dann. McConaughey, genau, mit dem. McConaughey, alright. Ja, die haben beide eine Wette und müssen versuchen, den anderen loszuwerden in 10 Tagen. Genau, und der geht nämlich immer nach Hause. Und dann kommt nämlich der Vater rein und hat nämlich die Freundin ab. Vielleicht war das so ein Deal. Nee. Du hast nichts davon gewusst. Oh. Vielleicht war das so ein kleiner. Paul, mein Arsch, ist ein toller Folgentitel. Aber wir haben vielleicht war das alles ein abgekartetes Spiel. Nee, also ich, wie gesagt, wenn ich das Format kriege, wir können ja mal, können Leute, die zuhören, die den Videopodcast zuhören, in die Kommentare schreiben. Wenn ich das Format Hass mit Hella kriege, dann packe ich die Urlaubsgeschichte aus. Finde ich gut. Okay. Das heißt, wir müssen noch weiter. Boah, Wahnsinn. Also ja. wir haben ansonsten keine schlechten Storys, oder hast du noch eine? Ihr kennt sie alle. Ihr wisst, was mein schlechtester Urlaub war, sonst würdet ihr... Ach so, Spaß! Oh mein Gott, ey. Ihr habt aber auch echt so komische Leute. Ja, ich war mal mit früheren Freunden von mir im Urlaub, im Wochenendtrip in Frankreich. Und der Urlaub ist dann darin ausgeartet, dass ich angeschrien wurde und mir vorgeworfen wurde, ich habe nicht genug Spaß und verderbe allen die Stimmung und ich mache den ganzen Urlaub kaputt. Oh nein. Das war mein schlimmster Urlaub. Krass. Danach nicht mehr miteinander gesprochen. Okay. Ja, deswegen ist halt auch immer, wenn wir mit Annika irgendwo unterwegs sind oder so, fragen wir sie auch alle immer in regelmäßigen Abständen, ob sie gerade Spaß hat. Hast du Spaß? Stell mal vor, wie asozial das ist, wenn die ganze Zeit Leute an dir vorbeilaufen und fragen, hast du Spaß? Hast du gerade Spaß? Nein, so, die haben ja nicht mal gefragt, die haben einfach gesagt, du hast keinen Spaß. Oh Mann, du hast das einfach nicht. Das ist Gaslighting. Darauf ist ja auch eine blaue Zunge, oder? Ja. Und jetzt halt richtig blau. Jetzt halt die große Frage, wenn man jetzt schon richtig am Gaslighten sind, vielleicht passiert das auch mit dir. Ich würde nämlich jetzt kurz jemanden einfach zwischen uns vielleicht spielen. Obwohl, nee, das müsste gehen. Komm mal zwischen mich und Annika. Dann hol ich mal kurz Dustin dazu, der heute ein bisschen aussitzt, sage ich mal. Wir haben noch so einen Rollstuhl hinten in dem Set, weil er hat nämlich was dabei. Wir sind jetzt, ich kann das Intro noch nicht machen, weil wir haben noch keins, wir müssen es gleich wieder einsingen. Ja, wir müssen es einsingen. Okay, und dann würde ich dich gleich bitten, dass du vielleicht den Mikrofonarm mit Dustin ein bisschen teilst. Die sind ja so gut flexibel. Ich glaube, komm zwischen uns, komm bei uns bei. Yay! Yeah. Hallo! Hallo! Was sehen wir denn da? Jetzt wird's richtig wild. Herzlich willkommen bei Süß mit Düs. Süß mit Düs. Süß mit Düs. Sehr gut, okay. Ich habe Angst zu sterben auf diesem Stuhl, aber... Das ist vollkommen normal. Also das ist eine Kategorie, wo das in uns zeigt, wie er Süßigkeiten richtig ist und wir auch alle Süßigkeiten essen sollten. Also es ist halt ein bisschen so nicht mehr demokratisches Format, aber auf jeden Fall gut. Komm ein bisschen noch rüber, dann sieht man dich, glaube ich, auch bei mir mit. Ach so. Ja, genau. Ja, falls die Leute zugucken. Hallo. Okay. Ja, also ich habe was mitgebracht. Okay. Ich habe was vorbereitet. Es waren 3 Leute heute schon unterwegs, um das hier zu besorgen. Und zwar habe ich eine ganze Schale von UFOs dabei. Ich hatte leider keine dabei. Ja, das war auch, mein Keller war leer. Das war die erste Enttäuschung des Tages, aber du wirst jetzt noch viele erleben, wenn du siehst, wie ich UFOs esse. Okay, da bin ich jetzt mega gespannt. Warte. Also, es gibt verschiedene Wege, UFOs zu essen. Ich bringe mal ein bisschen hier rüber. Bitte. Und der langweiligste ist ja einfach, die UFOs in den Mund zu nehmen. Ja. Das ist ja so der Klassiker. Und ich habe da verschiedene Herangehensweisen. Eine meiner neuesten Techniken ist, also erstmal man nimmt sich das UFO. Ja? Man sieht ja schon, wenn man gegen das Licht hält, wo die Brause ist. Ja. Das ist ja nichts, wenn die an der Seite ist. Ja? Deswegen einmal abklopfen, dass die ein bisschen runtergeht. Ich finde, du solltest auf die Verpackung einen QR-Code machen, wo wir dir dieses Video einfach zustehen lassen, wie man richtig ein UFO ist. Wir drehen dir das nochmal vor so einem Dropdown neutral. So zing. Ja, finde ich gut. Ja, und dann pelle ich. Open. Ja, einmal oben abhellen. Okay. Da hat man ein bisschen was noch von. Also da ist so ein kleines Event. Du musst ein bisschen über den... Du bist der UFO-Messias. Du bist der Priester der UFOs. Zusammenklappen, damit wir... So, dann hast du erstmal den Deckel. Den kann man einfach so wegsnacken. Und das ist die Fast-Variante. Wenn man einen schnellen Brausekick haben will, dann kann man sich das jetzt einfach so auf die Zunge legen. Ja. Okay. Love it! Richtig gut. Krass.
Okay. Okay. Aber es gibt ja anscheinend mehrere Varianten bei UFOs. Das war Variante Nummer 1. Ja, krass. Was Wahnsinn. Wie viele gibt's? Weiß ich nicht. Kann ich dir am Ende sagen, wenn ich fertig bin. Okay. 7,5. Ja, Entschuldigung, ich wollte sie nicht stören. Nur mal Zeit, du musst mal gucken, ist die Brause auch drin? Wo befindet sich die Brause? Ey, auch ganz cool, wir können mal ein Video in der Produktion drehen. Auch spannend. Hast du Bock? Für ihn gut, glaube ich. Kommst du mit? Hast du ein großes UFO-Kostüm? Ich habe alles. Und dann ziehen wir ein großes UFO-Kostüm. Ey, das wäre doch mega. Süß mit Düs bei Hitch. In der Produktion. Das wäre richtig krass. Ja, wir machen ja jetzt auch Vlogs auf dem Zweitkanal. Ja, können wir dich mitnehmen. Ja, machen wir. Ja, sehr gut. Kommt sehr gut an. Okay, machen wir. Also schaut gerne weiter Vlogs an. Ich bin auch sehr glücklich. Ich auch. Okay. So, Number Two. Number Two ist die Socke. Okay. Die Socke. Wir nehmen den UFO. Gucken wieder, dass die Brause schön unten ist. Und ist es den oder das UFO? Jetzt habe ich dich gerade hier, Philipp. Das UFO. Oh Gott, zum Glück. Wisst ihr eigentlich, was UFO heißt? Warum das so heißt? Was heißt UFO? Also in ehrlich oder in deinen Süßigkeiten? Nee, in echt. Ist es nicht... unbemanntes Flugobjekt. Unbekanntes, oder? Unbekanntes oder unknown unbemanntes. Flying Object, oder? Ja, Upsi. Genau. So, genau. das ist mal ganz spannend. Und auch wie der Name jetzt entstanden ist, ist halt total cool, weil wer du heutzutage zu diesen Dingen UFOs sagen, ne? Das hat sich so über Generationen entwickelt. Mhm. Also, ja, spannend, okay? Ja, die Socke. Ich, ich öffne an einer Seite, einfach so ein kurzer Biss. Der war zu weit. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen perfektioniert. Nervös. Ich finde das aber gut, ja. Krass. Okay, Leute, jetzt habe ich wirklich. Ich muss auch nochmal. Also, möchtest du auch? Ich muss, muss jetzt mal auch hier das an der Seite. Welche ist eure Lieblingsvariante? Farbe? Alle Farbe hat natürlich auch einen Geschmack. Ich bin ganz ehrlich, UFOs ist bei mir eher so ein Mittelfeld bei dir, ne? Echt? Bin ich auch ehrlich, ja. Ich muss jetzt beichten. Bei mir ist Softies ist so ein großes Thema. Ich weiß auch nicht warum. Aber das ist halt einfach. Ich brauche halt einfach so einen Blombenzieher manchmal, weißt du? Das ist halt einfach das Wichtige für mich. Okay. Ja, also ich habe hier eine kleine Lücke gemacht und die ist perfekt zungengroß und dann kannst du quasi deine Zunge draufstecken. Okay. Du stehst auf dem Brausekick. Ach so, und dann macht man die Zunge da rein für das perfekte. Wie ein Sockenerlebnis. Das Socken. Ja, aber. Guck mal, aber geil. Mach mal ein Video mit dem. Ich leide den aus für eine Woche. Aber das funktioniert immer gut mit anderen Leuten ausleihen. Das Schöne ist halt bei unseren Produkten immer. Du beschäftigst dich mit unseren Produkten. Also zum Beispiel blaue Drachenzungen, machen da blau die Zunge. Und so UFOs, die kannst du in die Hand nehmen. Zum Beispiel mit den Hitchis. Ich habe mir die Zunge gebissen. Aber krass, Nico, ich wollte nämlich mit den Hitchis, kannst du nämlich so Türme bauen. Das machen die nämlich in Asien die ganze Zeit. Und dann bauen die halt zusammen und dann kannst du so Türme bauen, wer den höchsten Turm aus Hitchis bauen kann. Ha. Du legst halt Ha, so wie Jenga, weißt du? Ha. Dann kannst du einen ziehen. Nee, gut, das war ein positives Ha. Ja, aber das ist krass. Und so beschäftigst du dich nämlich super krass mit unseren Produkten. Weil ich deswegen lass dir mal Produktvideos drehen. Ja, und Produktentwicklung. Der ist auch so tätowiert und so. Das ist dann so nahbarer. Ey, da kannst du ein bisschen menscheln. Jetzt ins Mikrofon reden. Was ist unser neuestes Produkt bei den UFOs? Ja, ich habe nichts dabei. Verdammt. Manu, ey. Aber schlecht vorbereitet. Ich bin echt schlecht. Aber wisst ihr, was das Neueste ist? Das ist jetzt ein Edding. Ja. Aber der Edding kannst du nicht essen. Aber unsere Stifte kannst du essen. Wir haben Stifte? Nee, essbare Lebensmittelstifte, mit denen du auf UFOs schreiben kannst. Oh mein Gott. Und zwar, da kannst du halt mega nämlich cool malen. Voll die Idee. Vapor, die du dann noch essen kannst am Ende. Okay, das kannst du auch machen, gefühlt. Aber super krass, weil du kannst dann auf die UFOs halt draufmalen und sagst, hey, du beschriftest die im Vorfeld mit den verschiedenen Varianten, wie du die essen musst. Dann greifst du in die Tüte und dann siehst du, oh, Socke. Zum und dann, Beispiel. Kannst du das so Socke. Oder schreibst du Happy Birthday drauf. Ja, oder Sturmi ist doof oder so. Ja, wie isst man das? Ja. Einfach Videos gucken. Nee, aber mag cool. Ich nicht. Krass. Ja, spannend. Und eine Variante, die ist aber auch sehr verbreitet. Das ist das Überraschungs-UFO, nenne ich es, oder kurz UFO. das ist, wenn man einfach komplettes UFO in den Mund nimmt und sich mit seiner Spucke unter den Gaumen klebt. Okay, krass. Und irgendwann im Laufe des Tages bricht es auf und du hast so eine saure Überraschung. Und unter der Zunge? Es ist passiert. Nee, unter den Gaumen. Unter den Gaumen. Ey, das ist krass. Und das machen Logopäden. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass Logopäden die UFOs nutzen, nämlich für lispelnde Kinder. Weil die müssen nämlich lernen, sag mal Solingen. Ja. Solingen. Weil die müssen nämlich dann lernen, mit der Zunge das UFO zu durchzubrechen. Ah, und für das S. Ja, mega krass. Und dann direkt eine Belohnung. Da seht ihr, wie multi-einsetzbar und so. Das sind ja nicht nur Süßigkeiten. Das ist halt. Ja, aber schon. Wir verändern halt die Welt. Schon auch. Ja, aber ist schon krass. Aber mega krass. Ey, das ist wirklich mega. Ja. Galaktisch gut. Galaktisch.
Krass, vielen Dank. Nimm 5% jetzt. Nimm 5%, nicht, dass alles gratis raushaut. Ab jetzt, ey, wirklich, also hier Heavy User UFO und so, also ab jetzt, ey, das ist krass. Jetzt weiß ich auch, wo ich immer die ganzen UFOs-LKWs sind. Ich würde dir die Nummer geben, aber ich habe wirklich Angst, dass du langsam hier mal abwirbst. Ey, du bist mega krass. Ey, Leute, ihr seid alle so mega sympathisch. Ey, das ist gerade, ey. Und Lieblingsflavor? Weil es sind ja verschiedene Flavor drin. Welche Farbe? Ich finde alle Farben toll. Okay, ich auch. Oh, danke. Ja, ich finde auch alles super lecker. Gott, ey, was cool. Für die politische Veranstaltung hier. Aber lass uns mal mit der Produktion machen. Mega cool. Ja, gerne. Michelstadt, Odenwald. Wir machen großes Made in Germany und made halt mega lecker. Oder wie Bernd das Brot, deine Arme so rausgucken und du einfach so ein riesiges UFO bist. Dann kommst du halt in die Produktion. Ja, lass machen, planen wir. Und dann legen wir dich mal aufs Förderband und dann so, nein. Oh mein Gott, dann können wir das denn beschriften. Das ist nämlich richtig, richtig kompliziert, dieses Produkt zu produzieren. Und jetzt nochmal so eine Frage. Ihr wollt ja sicherlich wissen, warum ich immer so eine gute Laune habe, oder? Ja. Was ist da drin? Boah, nochmal ein paar UFOs. Also, oh Gott, was ist da drin? Warum hast du gezielt die Grünen genommen? Nicht die Grünen essen, Warnung. Das war so eine ganz witzige Frage immer, so, weil dann immer so bei mir im Büro die Frage war. Stimmt. Immer, hey, warum hast du immer so gute Laune? Oh Gott, zum Glück sieht man. Zum Glück war das nicht am Set, Philipp. Das wäre richtig schwierig gewesen. Der hat gerade UFO aufgemacht und hat das Brausepulver auf den Tisch gelegt. Der hat auf einmal so viele Kreditkarten aus seiner Hose gezogen. Ihr habt es gar nicht gesehen. Nicht die grünen UFOs, ich hab's euch immer gesagt, nicht die grünen. Da ist 1% noch irgendwie was Altes drin von der Cola. Annika, Finger weg! Annika, schnapp jetzt! Ja, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein Running Gag, ja. Aber es ist natürlich nicht so, aber und? Ich sag es dir auf jeden Fall, meine Challenge, wenn du das machst, traust du dich das? Nee. Durch die Nase zu ziehen, nee, durch die Nase, wir sind ja eben Heubrausekinder, haben das doch immer gemacht, früher im Bus damals, damit man cool war und den ganzen Tag der Gaumen geprickelt. Aber es gibt tatsächlich noch einen Weg. Also, du hast den jetzt noch nicht gesagt, aber es gibt tatsächlich noch einen Weg. Und den hast du mir auch gezeigt, tatsächlich. Was heißt, den hast du mir nicht gezeigt, sondern du hast mir das erzählt. Du hast nämlich gesagt, es gibt auch Leute, die benutzen UFOs nämlich zum Feiern gehen. Als Schottbecher. Genau, als Schottbecher. Du kannst es nämlich aufmachen, so wie deine Socke. Du machst so ein UFO auf und dann machst du da, du hast gesagt, das verträgt sich gut mit Korn. Das ist mega. Ja. Weil du kannst das Korn reinmachen, dann löst sich dieses Brausepulver nämlich auf. Und dann Jonas, der ist ein Heavy User, also jedes Wochenende. Wegen dem Korn. Ja. So. Also hast du hier praktisch einen Becher und dann tust du praktisch den was auch immer da rein, Vollgas, Hauptsache es brennt und dann hier rein und dann Prost. Zack, und dann hast du nämlich so kleine Edible-Shot-Gläser, die dann nochmal so süß sind wegen der Brause. Work-Life-Balance. Das geht so schnell, ja, aber richtig cool. Oh, vielen Dank. Ne? Also, sehr lecker. Was war, vielen Dank für Süß mit Düs. Ey, Süß mit Düs, das ist wirklich made my day. Süß also, mit Düs, ne? Wirklich, ich habe gerade Süß mit Düs, Hitchler Edition. Wir müssen noch, das Outro singen, sonst ist es nicht vorbei. Ach so. Okay. Kann ich mitsingen? Das nee, war's von mit, das war's mit Süß mit Düs. Süß mit Düs. Ich heb ab. Danke, Marc Forster. UFO. Danke, Annika, dass du dein Mikrofon gar kein Problem. Ich habe auch noch eine neue Technik. Man kann es auch einfach so wie ein Frosch rausschlecken. Es geht auch. Vor allem mit der blauen Zunge. Der Frosch mit der blauen Zunge. Ey, aber seht ihr, es ist so cool und darum macht mir mein Job auch so viel Spaß. Weil mit dieser Leine da vorne. Ey, Leute, da kommt meine Energie, meine gute Laune. Aber das Coole ist halt, wisst ihr, und deshalb macht mein Job mir auch so viel Spaß. Deshalb sage ich halt Work-Life-Balance. Guck mal, ey, du bringst jeden Menschen zum Lächeln und das ist so cool. Und das erfüllt mich so. Ja, mache ich auch häufiger. Ja, ich weiß. Aber selten. Ja. Aber ich habe noch was vorbereitet für die alle. Die kriegen noch eine Überraschung von mir. Okay. Aber erst später. Okay. Noch nicht jetzt. Okay. Ist Ende so gemein. Du hast selber Überraschung. Sag seit einer Woche. Oh, ich habe so was Geiles für euch vorbereitet. Wer ist denn gerade deine Weihnachtsgeschenke organisieren? War da nicht was? Ja. 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 Ich mach das halt immer Sachen, die ich nicht mache, tue ich gerne anderen an. Ja. Damit kann das ich halt auch das passiert in meinem Leben, damit ich mitreden kann. Bitte. Kann ich auch das? Ja, bitte. Boah, die kennt ihr noch aus dem Karneval? Da kommen die aus Köln. Das sind die Karnevalsdinger. Das sind die Karnevalsdinger. Das Krasse ist, bei Karneval sind die immer so hart, wenn die dann da irgendwie. Wie viele Kinderaugen hast du schon genommen mit deinen Softies an Karneval? Platz, ey. Aber das ist echt, das ist nämlich hier der Changer immer, weil die haben wir extra so gemacht, wie sie sind. Weil auch da ist nämlich immer die Challenge, wer kriegt die als Erste auf? Oh ja, die sind wirklich. Das ist immer so die Herausforderung. Ich habe auch gerade gemerkt, das ist schon echt hart. Nina hat halt immer so Grip-Hände. Ist halt Nina. Ist halt so, Nina könnte zum Beispiel nie ertrinken. Du hast einfach so perfekte Grip-Hände. Das stimmt. Das ist auch ein bisschen gemein, aber stimmt. Wisst ihr, warum die Finger so krisselig werden, wenn die nass werden? Man kriegt ja dann so diese, man sagt ja immer diese. Das ist tatsächlich der. Die schrumpelig werden. Schrumpelig werden Finger, wenn die länger nass sind, genau wie Füße. Ja. Tatsächlich, weil das eine Abwehrreaktion vom Körper ist, weil du dann mehr Grip hast. Wenn du in einer Gefahrensituation bist, ist das ein Abwehrmechanismus von deinem Körper, dass du dich wieder irgendwo, wenn du einen Stein hättest oder so, dann
tatsächlich da einhakst, halt, weil du dann so ganz viele Kugeln entwickelst auf deinen Oberflächen. Ehrlich? Ja, weil, ja, also ich hätte mir das jetzt biologisch erklärt mit Osmosevorgängen, weil wenn deine Haut die ganze Zeit im Wasser ist, dann geht das Wasser ja viel mehr raus, ja, weil versucht ja mal auszugleichen. Richtig. Und dann schrumpeln die aber Finger, weil nicht mehr so viel Wasser in deinen Händen ist. Ich habe es auch nur in irgendwelchen Sachen gesehen. Du weißt aber alles. Du weißt viel. Ich weiß ganz schön doll viel Quatsch. Das Internet ist ja nichts. Zum Beispiel habe ich auch gelernt, und das wird jetzt ganz schlimm für euch, weil ihr werdet jetzt gleich in den innerlichen Zwang verspüren, das zu testen. Ich habe diese Woche herausgefunden, und das war aber jetzt in so einer Panel-Show, ja, von den Briten, dass wir keine Nässe spüren können. Wir merken nur einen Temperaturunterschied, aber wir sind biologisch nicht in der Lage nachzuempfinden, dass wir Nässe haben. Du merkst halt nur eine andere Temperatur und du weißt, dass das nass sein soll, aber du kannst das eigentlich nicht, also du hast nicht die Rezeptoren dafür in deiner Haut, das zu fühlen, was wirklich nass ist. Krass. Also das können so Insekten, aber was fühlt sich anders an? Ja, richtig. Du kannst halt den haptischen Unterschied merken, so wenn du das so benutzt. Aber wenn du jetzt in den Swimmingpool gehst, dann merkst du vor allem den Temperaturunterschied. Mhm. Aber oder das halt, heißt, dass ich also da du merkst nicht, dass Wasser nass ist, sondern genau, nur die Temperatur vom Pool. Also sagen wir mal, keiner von uns könnte genau sagen, eigentlich was nass ist, weil wir das nicht erfahren können. Wir merken ich halt find, nur so. Es fühlt sich schon anders an, Wasser an seinen Händen zu haben, ja, als Luft. Also oder, wenn du ja total, wenn es kälter wird, du merkst auch den Widerstand vom Wasser. Richtig, und richtig. Aber so, aber das ist immer noch nicht Nässe, so was wirklich feucht. Das ist ja nur Masse, die du dann verdrängst. Ja, genau. Ja. Krass. Fand ich ganz ja, interessant. Danach habe ich erstmal Hände gewaschen für 20 TV-Gerät Minuten. TV-Gerät wird in 5 Minuten ausgeschaltet. Guck mal, hier Kinderkrankheiten. Die Technik ist nicht jetzt wieder das weg. Hier? Ja. Was muss man machen? Okay. Ja, ich denke schon. Ja. Bestimmt. Super. Ja, ja. Ah, okay, guck mal. Geil. Gut. Das war doch eine spannende, gute Kategorie und ich habe jetzt noch was. Ich habe jetzt noch was von letzter Woche, weil ich hol euch mal ab da draußen und ich hol Philipp mal ab. Okay. Also letzte Woche, jetzt habe ich das Ding gerade auf, das werde ich jetzt nicht in meinem Mund tun, wenn ich was erklären möchte. Ach, rein damit. Eine Verschwörungstheorie. Okay. Du hast dich auch schon in deinem Leben sicherlich mal das ein oder andere Mal mit älteren Menschen auseinandergesetzt, weil du bist ja im Handel und hast eine große Firma. Das heißt, du verhandelst auch häufig mit diesen alten Menschen. Oh, die sind aber auch, lass mal so stehen. Aber höchstwahrscheinlich Leute, die nicht mehr im Berufsleben sind, sondern so alt. Mhm. Und ich habe gesagt, ich verstehe das nicht ganz, warum alte Menschen immer so vorsichtig laufen und so gebückt und so. Die haben halt immer so ein bisschen Knie eingezogen, sind ja so vorsichtig, ne? Und da habe ich gesagt, ist es so eine Verschwörung eigentlich, dass die vielleicht so schon noch schneller laufen könnten, weil irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, warum wirklich ab so Schuss 70, 75 auf einmal alle so langsam werden. Ja. Weil meine Omi zum Beispiel, die rennt, die ist 87. Krass. Und die fährt Auto, die ist richtig flott, ja, die hat so Turnschuhe an, so Adidas, so NMDs und so, die ist eine flotte Biene, sage ich dir. So, und die ist halt flott unterwegs und dann denke ich mir immer so, die hat, glaube ich, die Memo nicht bekommen. Ja. Die müsste eigentlich. Wo ist hier der Rollator? Weißt du, was ich meine? Immer du alte Leute, du hast direkt Kopf, ein Bild so. Ist der Kopf? Ist der Kopf? Ja, genau. Und jetzt habe ich nämlich was gefunden dazu. Okay. Weil letztes Mal war das halt so, haha, witzig und bla, bla, bla. Aber selbst Annika hat das schon gesehen. Ich möchte das jetzt weiterführen. Okay, meine Verschwörungstheorien, dass alte Menschen nur so tun, als könnten sie nicht mehr schnell laufen und uns dann alle behindern. Okay. Wo sehen wir das? Im Alltag. Weil ich habe jetzt hier vorbereitet. Wir werden jetzt das erste Mal probieren, unseren Bildschirm hier anzuschmeißen, den wir neu haben. Warte mal, hier, zack mal, guck mal. Ist natürlich super, wenn man das vorher nicht testet, aber es funktioniert. So, zack. So. Der Kollege ist das hier. Ach so, ah, okay. Guck mal hier. Zack. Weil es geht jetzt nämlich darum, ich glaube, Audio haben wir noch nicht gecaptured, aber wir werden es euch dann mal kurz hier abspielen. Vielleicht hört ihr so ein bisschen was im Hintergrund. Es ist im Prinzip ein Typ, Frankie Bernstein heißt der, auf TikTok. Der hat geschrieben, my grandpa has moving really slow lately, then this happened. Der Opa, sieht man hier, hat schon so einen Rollator. Mit Tennisbällen unten drunter. Mit Tennisbällen unten drunter. Und bewegt sich halt so langsam. Und man sieht das, das ist so ein Opa, ne? So ein langsamer, aber guck mal. Und dann beleidigt er ihn die ganze Zeit, sagt, Mann, du brauchst so. Und jetzt guck mal. Und auf Full einmal geht Speed. Er halt schneller. Full Speed. Guck, und das ist das Ding. Ich habe es rausgefunden. Er fragt ihn, warum läufst du so langsam? Sagt er ja, weil ich Sympathiepunkte haben will. Krass. Weil ich so, ne? Vielleicht ist das so ein Fitness. Aber es ist auch so verankert in unser aller Köpfen. Es ist doch nur komisch, wenn du auf einmal so einen Senioren Full Speed lospesen siehst. Guck mal, siehst. Das ist guck mal so wie langsam er hier läuft. Und dann beleidigt er ihn. Und guck mal jetzt hier. Ja Full klar, Speed. Gar kein Problem. Speed, gar kein Problem. Mensch. There you go. Batz und schießt los. Hat auch nur 2,2 Millionen Hertz. Ja, das ist natürlich.
So, warum läufst du langsam? Ja, weil ich Sympathiepunkte. Ich sag dir, die sprechen sich angezeigt. Ab. Ja. Ich glaube, also wir haben da letzte Woche drüber gesprochen und Annika und ich, wir haben es angezeigt bekommen. Ich habe es angezeigt bekommen und ich habe es direkt. Ja, die hören ja. Da hört doch einer mit. Ja, das hast du mal die AGBs durchgelesen von TikTok. Verschwörungstheorie. Hast du mal die AGBs durchgelesen? Nee. Ey, ist das die Verschwörungstheorie-Folge? Ja, ich weiß auch nicht, aber das ist krass. AGBs alles, ne? Die sind in deinen E-Mails drin. Ich rede über Cheeseburger, ich krieg nur Werbung von Cheeseburgern. Ich rede über Babys, ich krieg nur Babys angezeigt. Das ist Wahnsinn. Ich rede über Haribo, ich krieg nur Katjes angezeigt. Kennst du den Typen, der einen neuen Rechner eingerichtet hat, also komplett neue, ganz viele Hardware-Teile und hat sich davor gesetzt, hat sein Mikrofon angeschlossen, seine Webcam, und hat mit einem zweiten PC saß er davor und hat nur so gemacht. Also alles neu, das erste Mal hochgefahren, dann war der nur auf dem Startbildschirm, ist noch nirgendwo reingegangen und hat die ganze Zeit so gemacht. Hund. An dem Mund und Hund. Und ist dann auf die erste Webseite gegangen, wo ganz viele Ads waren und es waren nur Hunde-Ads. Nur Hunde-Ads. Dann hat er das Gleiche nochmal gemacht, komplett alles wegformatiert, neue Komponenten rein. Hat Katze, Katzenfutter gesagt die ganze Zeit. Und dann kam nur das direkt und nur die scheiß Webcam war an. Der meinte, ich bin nirgendwo eingeloggt, ich habe nichts neu, ich habe einen kompletten neuen. Webcam-Mikro. Webcam-Mikro. Krass. Komplett krank, ne? Komplett krank. Aber alles fit. Aber der sieht es. Ja, deswegen, lass dir nichts zu Schulden kommen, sag ich dir. Hast du Steuern bezahlt? Ja. Sehr gut. Dieses traurige Ja. Ja. Ja, irgendwann tut's weh. Irgendwann tut's weh. Ja. Das ist, ja. Mein Opa hat immer gesagt, haben kommt von halten. Ist der war auf dem Vatikan. Steuer ein bisschen schwierig. Sensibles Thema. Ja, ja, das ist dann gefährlich. Der hat dann schon das alte Geld gehabt, das bezahlte, das gefährliche Geld. Ja. Das muss nirgendwo mehr durch. Das ist eine Herausforderung tatsächlich. Also das können wir auch eine spannende Podcast-Reihe. Aber ja, gut. Was sagst du dazu? Ja, krass. Wie stehst du zu der Verschwörung? Ja. Also ich muss sagen, ich habe meinen Großvater, also wieder zurückkommt hier zu den Süßigkeiten, der Walter Hitschler, von dem ich das praktisch übernommen habe, der ist mit 88 gestorben. Und der war dann mit 80, lag der lange im Krankenhaus und so. Und die Ärzte haben schon gesagt, nee, der wird nie wieder Auto fahren können, wenn der jemand so wieder richtig klar im Kopf ist und sprechen kann und so. Ja gut, der ein Jahr später hat noch das Unternehmen geleitet, ist mit seinem Smart durch Köln geflitzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Den Smart haben wir auch immer noch. Und also topfit, Kopf gerechnet. Der hat keinen Rechner, der hat keinen Computer. Der hat immer im Kopf gerechnet. Krass. Also das ist auch so ein Thema, eigentlich wir Menschen, das ist ja auch oft so, wenn du in Rente gehst, so mit 60, Ende 60, Mitte 60, wir bauen, das ist wirklich, wer rastet, der rostet, ja? Das ist Kopfsache. Also meine Mutter zum Beispiel, die wird jetzt 70, die ist topfit. Die ist wirklich, die geht wie eine 1, die geht mit 200 PS durch den Tag und es hält halt fit. Also das ist so eine Sache, wenn du halt anfängst, der Körper, der braucht das. Ja, du musst mal bis 40 so ungefähr, muss man so ungefähr mal rausgefunden haben, welches Tempo denn aber für einen optimal ist, weil gerade wir beide auch hier gibt es auch immer ein paar Kandidaten und Kandidatinnen, die dann einfach zu viel machen, das ist ja dann genauso ungesund. Aber du brauchst halt dieses so, was brauche ich am Tag? Vielleicht einmal bewegen. Ich sag nicht und dann, einmal bewegen, dann vielleicht noch ein bisschen was tun bisschen für Sport, die Arbeit. Beste Medizin. Genau. Also sieht man ja an mir. Rittersport ist deine Medizin. Rittersport ist mein. Nee. Ich bin wirklich nicht so ein Schokoladiger. Nee. Auch gar nicht so ein Süßer. Ich esse halt sehr, sehr unregelmäßig halt. Und ich esse zum Beispiel auch unfassbar wenig. Trotzdem bin ich sehr übergewichtig. Ich habe gedacht, hier gibt es immer was Leckeres so zum Essen. Nee, du also, doch so gerne. Aber ich, die werden das bezeugen können. Ich esse dann meistens meine Probierportion. Ja. Und in den allerseltensten Fällen kann ich das aufessen. Ich gebe es meistens ans Team raus. Nicht so, als wenn wir es dann weghauen. Ja. Aber ich kriege das nicht hin. Krass. Wenn ich gestresst bin und dann in das nächste Projekt steigen will, dann lege ich es mir lieber zur Seite. Und dann halt zum Beispiel, dann habe ich abends so einen Heißhunger, dann kommen dann halt so Pizza, noch eine kleine Pizza und nochmal was, ja, damit es dann schnell geht noch, weil dann will ich nur noch ins Bett und dann will ich mich nicht noch aufhalten mit zwei Stunden Privatkochen. Ja, ganz schrecklich. Also so ein bisschen Intervall habe ich immer noch im Blick, dass ich so ab 20 Uhr nichts mehr esse, sondern nur noch Wasser reinschepper zum Beispiel, weil sonst schlafe ich auch schlechter und Schlaf bin ich halt so super penibel. Ja, Schlafen, duschen, die beiden wichtigsten Sachen in meinem Leben. Ja. Krass. Okay. Mag ich einfach gerne. Ja, spürst das Wasser auch nicht. Nee, ich bin aber einfach gerne da. Da ist kein Handy dran. Das ist der einzige Ort auf der Welt, wo es sozial akzeptabel ist, dass ich mich nicht melde. Und deswegen bin ich da so gerne. Spannende Frage, Thema Handy. Ich weiß, wir driften so ein bisschen. Alles gut. Aber spannende Frage. Ich bin letztens gefragt von Philipp, bist du süchtig? Handysüchtig? 100%. Beziehungsweise, nee, pass mal auf. Das ist super interessant. Und ich konnte direkt, und das ist, bin ich das eigentlich das erste Mal so richtig gefragt worden, ich konnte direkt antworten, nein, ich bin nicht handysüchtig. Weil ich bin, da waren wir gerade bei Globus und dann haben wir so eine Tour gemacht mit einem Unternehmen durch Globus zum Beispiel. Und ich habe die ganze Zeit meine Stories gemacht, ne? Für Insta, ein bisschen TikTok und so. Und dann habe ich halt gesagt, ich konsumiere ja nicht. Also in dem Moment erschaffe ich Content.
weil diese Person hat mich halt gefragt, weil ey, du kannst nicht die ganze Zeit mit dem Handy rumlaufen. Ich habe wirklich halt nicht Mail gemacht oder telefoniert, sondern ich habe wirklich nur Content kreiert. Das war eigentlich ganz spannend. Und ich kann bei mir auch zum Beispiel mit dem Samstag schon echt abschalten, das ist ja Thema Work-Life-Balance. Ich konsumiere nicht viel Insta, TikTok, sonst irgendwie, sondern ich kreiere super gerne, lasse mich auch gerne inspirieren. Das kann vielleicht mal ein bisschen länger dauern. Nein, aber super interessanter Gedanke. Muss man, wollte ich immer einen kleinen Link. Wenn dein Handy jetzt, ich finde, süchtig sein ist immer so ein Ding, so wenn dir jemand das Handy jetzt für einen Monat lang wegnehmen würde, würde es dir so doll fehlen, dass es. Ich kann damit leben. Ich kann ja auch. Sicher? Irgendwo, ja, also Handy ist gut, aber ich kann es super gut auch weglegen. Weil für mich ist Handy auch Arbeit. Also für mich, ich arbeite 90%. Ausschließlich, aber. Ja, genau, 90% ist mein Handy. Wenn du dein Handy jetzt ausmachst, also aus. Ja, aus. Passiert dann nichts in dir drin? Nee, aus. Also, so gar nicht erreichbar wenn sein. Wenn ich nicht wüsste, dass da gerade mega was abgeht, dass da 100 Millionen WhatsApp kommen, klar, auch Freunde und so, aber das halt wirklich fürs Unternehmen, dann nicht, nee. Also ich könnte wunderbar nach Kanada in der Hütte und da mal 1, 2, 3 Wochen ohne Handy. Kenne ich wunderbar. Gar krass, Stress. Kann ich nicht. Habe ich noch nicht auch nicht. Nee? Ich musste gestern also noch mein Handy ausmachen. Also ohne Instagram, TikTok so auf jeden Fall. Sorry, wenn ich dir dazwischen rede gerade. Also ich glaube, ohne Instagram, TikTok so irgendwie sowas auf jeden Fall. Aber WhatsApp wäre dann das, wo es bei mir kritisch wird. Oder die Möglichkeit, dass ich weiß, irgendjemand ist erreichbar oder ich bin erreichbar, falls irgendwas passiert. Ich hab's auch Kopf. Also ich habe es auch noch nie gemacht. Ich fände es aber super. Wir haben ein Männerwochenende gemacht, super cool. Und da habe ich gesagt, oder aber meine Idee, hey Jungs, kommt, lass alle Handys mal in den Schrank packen. Wir sind freitags angekommen und die Handys holen wir erst Sonntag wieder raus. Ey, das war ein überragendes Wochenende. Das war, also war wirklich, und man hat sich einfach, man musste sich unterhalten, man hat sich auf den Moment. Das aber was anderes. Das ist was anderes, weil das habe ich in einem Urlaub mit einem Ex-Freund auch mal gemacht und das war ein cooler Urlaub, so auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt alleine irgendwo bist. Also alleine, alleine, aber wenn du andere Menschen um dich rum hast, okay, alleine ist noch was anderes, aber wenn du rum hast. Ja, dann ist auch, dann würde ich auch nicht sagen, bei mir war das, ich musste mein Handy neu starten jetzt die Tage mal und ich mache das ganz selten, dass ich mein Handy neu starte. Dann habe ich es ausgemacht und dann bin ich nochmal duschen gegangen und hatte dann so ein ausgeschaltetes Handy da liegen und dann dachte ich mir schon so, ich habe es zwar nicht bei mir, weil ich bin eh irgendwie so im Bad gerade, aber ich hatte ein ganz, ganz komisches Gefühl im Bauch dabei. Krass. Dieses so, ich bin gar nicht so, Mama fällt hin, irgendwas passiert. Dann fängt bei mir direkt die Horrorkutsche an im Kopf. Aber ganz, aber ganz schrecklich. Leben ging vorher auch. Ich meine, wir sind, also ja, ich weiß, man hat ja auch kein Festnetz mehr. Also. Aber das finde ich ein spannendes Diskussions- Thema. Ja. Okay. Also schon, da würde ich schon sagen, da passiert auf jeden Fall was mit mir, was sicherlich auf eine Abhängigkeit hindeutet. Aber ansonsten würde ich nämlich genauso, das fand ich nämlich dann spannend, so argumentieren wie du mit, ich konsumiere auch super wenig. Mhm. Ich mache halt viel mehr dafür, irgendwas zu machen. Und wenn ich was konsumiere, dann wirklich fast ausschließlich aus dem Gedanken, was geht ab? Ich bin aktuell. Für mich, und, um den Content zu kreieren. Korrekt, genau. Inspirieren lassen. Richtig, genau. Also wenn ich auf Twitter bin, dann mache ich das, weil ich ein bisschen Doomsday scrollen möchte. Oder ein bisschen Elon Musk News. Richtig, ja toll. Wusstest du, dass es einen Programmierer gibt, der nichts anderes macht, außer Elon Musk Tweets auf die Startseite zu machen, wenn du deine Twitter-App öffnest? Nee. Toll, ne? Ich habe noch nicht mal Twitter. Ja, ist ein super Laden. Ja, toller Laden, hey. Okay. Keine Ahnung, können ja nur wir Privatpersonen sagen, Journalisten nicht. Naja. Genau. So. Nee, aber es ist tatsächlich sowas, dann weiß ich einfach schnell Hashtags, up to date, oh, Messi Weltmeister, gut, muss ich nicht angucken, die Scheiße da, und dann wieder ab dafür, dann habe ich so sehr schnell komprimiert, weil ich dann großer Fan davon bin, für meinen eigenen Alltag, diese Machine Learning Systeme für mich arbeiten zu lassen. Krass. Wenn ich zum Beispiel Reaction Videos mache, habe ich einen ganz eigenen Browser, und den benutze ich nur, um auf Videos zu reagieren, sodass dieser Browser mit diesem YouTube-Tab, weil da bin ich auch nicht eingeloggt, lernt, welche Videos ich, auf wie ich die hier reagiere. Dann muss ich nämlich nur anmachen, und dann sortiert der das alles schon fein säuberlich vor, dann bin ich so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Krass. Und das gleiche wie auf Twitter, so einmal am Tag kurz so, zack, ist mir egal, was die schreiben, Hashtags, und dann weiß ich so, okay, gerade brennt es nirgendwo übelst krass, weil dann wieder Fancy Friday oder Freaky Friday trendet oder sowas. Oder das war so, oh ja, Weltmeisterschaft, irgendwas schreit hier, ich guck mal gerade kurz, ach so, 2-2, bla bla bla, okay. Und dann kurz danach Messi, Hashtag Messi, ich war okay, Messi gewonnen. Bild, so einen kleinen, weil Twitter ist dann sehr schnell, muss man wirklich sagen, mit so Clips, so 2-3-Sekunden-Clips, Messi, Weltmeister, Pokal. Und ich war so, okay, das ist das Wichtigste, was man vielleicht gesehen haben sollte, wenn man seinen Kindern sagt. Das ist auch krass, der Konsum. Wir gehen ja von Insta Richtung TikTok, Richtung Bild, Video. Ja, Insta ist ja TikTok jetzt inzwischen. Genau, aber die haben sich noch nicht so durchgesetzt. Nee, ist auch scheiße. Persönlich.
Genau. Und diese einfach nur noch 7 Sekunden und du ballerst einfach nur noch. Bam, bam, bam. Das ist ja, hat sich ja total von früher verändert zu, ich gucke mir 30 Minuten Videos an zu, ich gucke mir nur noch 10 Minuten Videos an zu. Wenn das TikTok länger als 2 Minuten ist, dann scroll ich weiter. 7 Sekunden, bam, du gehst durch. Ja. Und du guckst einfach nur, bam. Gestern hatte ich irgendwie so ein kleines Kind, saß vorm Weihnachtsbaum in so einem Marshmallow-Schokoladenbad und hatte so eine Weihnachtsmütze auf, so ein Baby. Und jetzt sind einfach nur solche Videos, bam. Und das Krasse, was ich ja so schade auch finde, ist, ich finde es ja immer ganz cool, wenn man so quatscht, zum Beispiel wir, dann nimmst du halt jetzt was mit. Mhm. Also Thema Algorithmus, YouTube, TikTok, Insta, worüber wir reden. Also mir ist halt total wichtig, auch was mitzunehmen. Und manchmal denke ich, wenn ich aus dem Tag gehe oder so vor Insta oder TikTok weggehe, dann, wenn ich dann natürlich Content gesucht habe oder natürlich auch hier und da immer wieder das gesehen habe, weil es natürlich auch schwer, immer nur den Content zu bekommen, denke ich, boah, das ist halt schon auch so echt ein bisschen hohl. Mhm. Und das finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Mhm. Also müssen wir uns auch und dann wirklich den Moment bewusst erleben, weil wir haben zum Beispiel jetzt eine kleine Tochter bekommen und da finde ich Glückwunsch. Auch, ja, danke. Ja, herzlichen Pippa. Glückwunsch. Und die zum Beispiel, wenn ich die dann angucke, dann vergeht die Zeit ebenso schnell wie auf TikTok. Mhm. Und die ist genauso, also ich bin genauso, ich sag mal, süchtig nach der Pippa im Verhältnis, wie ich dann TikTok nutze. Vielleicht bin ich doch süchtig, ich weiß nicht. Aber das ist total krass, weil dann denke ich mir, ey, komm, guck lieber auf die Tochter, weil dann nehme ich was mit. Ja, also, ja, klar. Also ein kleiner Schlenker. Aber irgendwie total wichtig. Wir müssen den Moment leben. Ja. Auf jeden Fall. So. Ich war nur kurz weg. Wir müssen im Moment leben. Ja, nee, das ist Nachstein-Ding. Ja, das ist Nachstein-Ding, das stimmt. Ja, ihr habt schon so ein, wie nennt man das? So ein Slogan. Claim. Ja. Brauchen wir auch einen Claim? Sturmwaffel. Mehr als nur fliegen. Keine Ahnung. Yes, yes, yes. Nehme ich einfach. Ich klaue es Katjes einfach. Sturmwaffel, das L nicht vergessen. Sturmwaffel, das L nicht vergessen. Ja, ist wichtig. Ja. So, aber du hast tatsächlich noch was mitgebracht, was dir auf dem Herzen lag, wenn ich jetzt einfach mal kurz. Jetzt wird doch Business gemacht. Guck mal, jetzt hier. Handysüchtig. Jetzt wird Business gemacht. Das ist das Wichtige, was hier rauskommt. Das ist live. Oh Gott, was passiert wohl? Der Laden brennt. Oh, die Leute haben rausgefunden, dass die UFOs mit doch einem anderen Pulver gefüllt sind. Die Grünen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nee, aber wir haben tatsächlich ein kleines Vorgespräch gehabt, Philipp und wir. Und da wollte er mal ein bisschen drauf eingehen, auf die Situation jetzt. Denn teilweise, wenn ihr vielleicht auch richtig Lust kriegt auf so Hitchi-Sachen, gerade teilweise gibt es nämlich tatsächlich wenig. Hitchis, yes. Gibt es tatsächlich wenige Produkte manchmal in den Regalen. Genau. Und die Frage ist, warum ist das so? Genau. Ich muss hier wieder ans Mikro, sonst hört ihr mich nicht. Spannendes Thema. Also, das ist ja, ich habe hier diese schöne Brause so, weil die ist auch Zucker. Aber das spannende Thema ist ja wirklich. Entschuldigung. Okay. Entschuldigung. Ich habe nur. Da kommt gleich ein Video. Ja, ich gucke schon mal, was raus. Also, das spannende Thema ist wirklich. Das habe ich auch zuletzt, ich habe jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, der ist zwar noch nicht ganz so erfolgreich wie der hier. Wie heißt der denn? Aber, macht Werbung schnell. Philipp-Hitschler. Das ist auch mein Insta-Kanal, genau, das ist der YouTube-Kanal, das ist der TikTok-Kanal, genau. Aber das ist so viel genug Werbung. Was spannend ist und was für euch total wichtig zu wissen ist, und ich glaube, das wissen super viele nicht, die Regale sind bekanntlich ja nicht aus Gummi. So sagt uns der Handel das immer, weil letztendlich haben ganz viele, wir ja auch, haben ein zahlreiches Sortiment an Süßigkeiten, aber man sieht zum Beispiel bei uns, du gehst jetzt klassisch in Rewe, siehst du so 4 Artikel im Regal. Und das ist halt echt nicht viel. Weil guck mal, was hier schon alles ist, was wir essen. Ne? Und dann sagen die Schwecker, das Regal ist nicht aus Gummi, es gibt auch noch andere Hersteller. So. Nichtsdestotrotz kommt es dann jährlich zu diesen sogenannten Preisverhandlungen, um zu gucken, was zahlt man denn heute für so eine Tüte Hitchis. Und für uns hat sich der Preis extremst in die Höhe katapultiert. Mhm. Warum? Und zwar an Herstellkosten. Warum? Weil letztendlich das Thema Corona ist natürlich ein Thema, dann aber auch natürlich diese Ukraine-Krise beziehungsweise dieser Russland-Krieg. Und die Rohstoffversorgung hat einfach extrem darunter gelitten. Und mein Großvater hat immer gesagt, die Süßware ist ein krisenresistentes Produkt. Egal wie gut oder schlecht es den Menschen geht, die 1-2 Mark oder Euro hat man immer noch für die Süßigkeit. Du fährst nicht in Urlaub, du kaufst dir kein neues Auto irgendwie für 20.000 Euro, aber so eine Tüte Hitchis gönnst du dir halt immer noch. Und so ist es auch. Also man erlebt, dass über Corona und jetzt auch über diese Ukraine-Krise der Süßwarenkonsum weiter nach oben geht. Aber der Konsum geht nach oben, das heißt die Nachfrage, aber das Angebot an den Rohmaterialien geht nach unten. Das heißt, Zucker ist Glucose, das sind die Hauptbestandteile, Aroma, Farbe, genau. Und die gehen nach oben. Und dadurch haben wir natürlich extremes Thema, dass der Bedarf hochgeht. Guten Appetit. Danke. Und letztendlich es da auch einen Clash irgendwo gibt. Und mittlerweile ist es so, dass wir für die Tonne Zucker, also wir kommen so von 400 Euro bis 500 Euro die Tonne Zucker, das schwankt immer so ein bisschen, aber jetzt sind wir bei über 1000 Euro für eine Tonne Zucker. Das heißt, der Hauptrohstoff hat sich um 100% verteuert.
Und das ist brutal. Und letztendlich sind wir auch als, ich sag mal, Industrie, als Süßwarenindustrie extremst straft worden, weil über Corona ein extremer Nachfrage durch Zucker stattgefunden hat. Aber das liegt nicht nur an der Süßware, sondern die Herausforderung ist, Zucker ist ja überall drin. Hm. Zucker ist ein Geschmacksverstärker. Und ich sage immer, ich stehe halt dafür mit meinem Namen, ja, wie auch andere, aber wir bewegen uns in der Zuckerware. Das heißt, wenn ihr die Produkte konsumiert, dann konsumiert ihr die bewusst. Du möchtest eine blaue Zunge haben, ich hätte gerne was Lust auf Zucker. Ich esse auch gerne Zucker. Sport. Ich hasse Sport, ich esse gerne Zucker. Aber wenn du jetzt mal, ich sag mal, ich hasse mich selbst. Ja. Oder also es gibt einfach Produkte, da ich jetzt endlich mal, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber du guckst da draußen um und dann isst du ein Produkt und du guckst hinten draus, sagst du, einer der Hauptbestandteile Zucker. Und denkst du, Moment mal, warum muss denn jetzt in dieser Gemüsebrühe Zucker drin sein? Ich will doch eine Gemüsebrühe. Ja? Und dafür gibt es zahlreiche Produkte. Ketchup oder sonst irgendwo. Ja, also, klar. Und das ist doch total, also wichtig ist doch da, den Zucker rauszunehmen. So anyway, versteckte Zucker versteckte meinst Zucker. Du, okay. Und das ist doch ein Riesenthema. Aber dafür gibt es ja die Nutri-Score-Ampel, die super funktioniert. Aber das ist nämlich auch das Thema. Und die haben natürlich auch alle in der Krise, weil wir waren ja zu Hause, wir haben mehr konsumiert, wir haben mehr gegessen. Und dadurch ist der Zuckermarkt insgesamt hat so eine hohe Nachfrage erlebt, dass sozusagen die Nachfrage gestiegen ist, aber die Verfügbarkeit gesunken. Genau, dann haben wir jetzt sozusagen das ganze, die ganzen Grenzen zugemacht, der ganze Supply von Weizen, von Hafer, von Zucker. Ja, und obwohl bei Weizen war das ja nicht mal das große Problem, sondern Verpackungsmaterialien waren ein Thema. Verpackungsmaterialien waren ein Thema, also Kartonage war ein Riesenthema, das ganze Thema. Also, und so leiden wir einfach extremst jetzt unter diesen extremen Preissteigerungen und die müssen wir natürlich auch mit dem Handel diskutieren. Denn auch ganz wichtig, das weiß, glaube ich, auch nicht, wissen auch nicht so viele, der Preis, den ihr am Regal seht, den kann alleine der Handel bestimmen. Das heißt, ihr seht auch immer mal wieder Preisschwankungen im Supermarkt. Das heißt, manchmal seht ihr so eine Tüte Drachen zum Beispiel für 1,39, 1,20, 1,09, 1,19, 99 Cent. Und dann kriege ich super oft so Nachrichten, hey Philipp, warum kostet die das da und da? Da sage ich halt immer, ich habe darauf keinen Einfluss. Ich habe einen Einfluss auf den Abgabepreis. Das heißt, für wie viel Euro wir dem Handel diese Tüte verkaufen. Aber für wie viel der Handel das dann weiterverkauft, das ist allein dem überlassen. Und da darf ich auch rechtlich keinen Einfluss drauf haben. Und das Gleiche ist natürlich auch das Thema der Regale. Warum sind die Regale leer? Weil man sich dann eben mal nicht mit dem Preis mit dem Handel einigen kann. Und dann sagt der Handel, okay, sorry, aber zu dem Preis kaufe ich nicht, dann fliegt er jetzt aus dem Regal. Beziehungsweise dann gibt es temporäre Lieferstopps. Habt ihr, glaube ich, auch mitbekommen mit Cola zum Beispiel. War ja so auch in der Presse mit Edeka. Genau, und das sind einfach Themen. Und da appelliere ich halt, und habe ich auch ein Video gemacht, wirklich an den Konsumenten, an die Industrie und an den Handel, dass man halt gemeinsam in einem Boot sitzt und gemeinsam einen Weg findet. Und da soll sich jetzt keiner irgendwo von groß profitieren, aber die Zahlen und Preise sind halt auch alle mega transparent und jeder weiß auch, wie so sich diese Produkte zusammensetzen. Und ich glaube, wenn da dieses Thema, wenn jeder an sich denkt, das an alle gedacht, funktioniert in der aktuellen Situation nicht. Ich glaube, wir müssen halt wirklich alle zusammenhalten. Deshalb ist wirklich mein Appell, gemeinsam sind wir stärker und toi, toi, toi. Also ich spreche halt auch genauso, wie ich jetzt hier bei euch spreche, mit dem Handel. Und das funktioniert wirklich recht gut, muss ich sagen. Und sorry, also, mach du gerne. Ich habe nur eine Frage. Ja. Wenn du sagst, der Handel bestimmt die Preise, heißt es dann zum Beispiel jetzt irgendein Beispiel Rewe als Kette oder Rewe Markt für Rewe Markt? Weil viele sind doch auch Franchise. Sehr gut. Sehr gut, oder? Ja, genau so ist es. Da. Profi. Ja, also hör mal. Das liegt an dem Blazer. Ich bin jetzt die Marketing-Lisa. Nichts geht auf meine Marketing-Lisa hier. Viele Grüße, Lisa. Mach nur Marketing aber, für dich. Nein, tatsächlich ist es so. Also auch das habe ich mal im Video erklärt. Es gibt ja selbstständige Kaufleute, auch ganz interessant. Meine Urgroßmutter hatte tatsächlich auch so einen Kaufladen. Also die heißen Familie Bauer und die hatten so einen eigenen Delikatessen- und Kaufladen. Und mein Urgroßvater ist sozusagen die Süßigkeitenseite. Und dann mussten sie sich irgendwie entscheiden, machen wir jetzt Süßigkeiten oder machen wir so Edeka Rewe vor 90 Jahren? Und dann haben wir sozusagen für die Süßigkeiten gespart. Aber sonst wäre ich vielleicht auch Rewe Edeka gewesen. Team Rewe Edeka. Aber das sind dann einmal selbstständige Kaufleute und einmal sind es dann sozusagen dann Regiemärkte, die von der Zentrale gesteuert werden. Und ich glaube, du wirst angerufen, wenn jetzt da was explodiert. Oh Gott, jetzt passiert's. Jetzt passiert's live in der Show. Live in der Show. Nee, nicht wichtig. Nicht wichtig. War nur Rewe Edeka. Rewe Edeka, nee. Rewe Edeka, Mann. Die hätte ich nicht weggedrückt. Der Hallo. Hallo, da bin ich. Bitte, bitte. Nein. Und so ist es natürlich. So wird auch der Markt aufgesplittet. Deshalb seht ihr auch immer unterschiedliche Designs. Also es wird einige Märkte werden von der Zentrale gesteuert. Okay. Die haben auch immer die gleichen Preise. Die haben
auch eigentlich immer die gleiche, die Produkte immer in den gleichen Regalflächen drin. Mhm. Und dann gibt es sozusagen auch Märkte, die von Selbstständigen kaufen. Also du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich habe Bock auf einen Rewe-Markt. Nee, dann mach ich einen Rewe auf. Genau, machst einen Rewe Nino, auf. Ja. Und dann kannst du die Preise, dann kriegst du eine UVP vom Markt, also von uns eine unverbindliche Preisempfehlung. Okay. Und die siehst du dann sozusagen auch. Und dann kannst du aber frei entscheiden, zu wie viel Euro du deine Produkte anbietest. Weil das orientiert sich natürlich auch um dein Marktumfeld. Mhm. Hast du einen Kaufland schräg gegenüber, tust du dich natürlich eher schwer. Hast du einen hochpreisigen Edeka gegenüber, dann kannst du halt gucken, genau, und dann kannst du deinen Preis selber bestimmen. Deswegen immer gut, in so große Kaufgeschichten zu gehen, weil dann wollen die sich alle gegenseitig drücken, dann wird es günstiger aber das für den Kunden. Ne? Ja, genau, für den Kunden. Aber ja, aber auch da muss ich sagen, Thema Discount. Am Ende, wir sind das Land mit den günstigsten Lebensmitteln in der ganzen Welt. Hm. Ist aber, das so? Ist so, ja. Oh, okay. Das ist brutal. Sicher? Geh mal nach Frankreich. Geh mal nach Frankreich und kauf da mal. Nicht Spanien oder so? Nee, Deutschland. Das ist brutal. Ja. Ach, was? Ja, warum? Ja, weil immer noch, momentan auch, immer noch? Immer, okay, das immer noch, weiß ich nicht, aber jetzt die Preise auch gerade durch. Aber, aber warum ist es so? Die Antwort ist ganz einfach. Wo kommen die Discounter her? Wer hat die Discounter erfunden? Die Schweizer. Nicht die Schweizer. Nee, das war eine andere Werbung. Ach so, ja. Die Deutschen. Deutsch. Albrecht-Brüder. Ja. Und die Schwarz-Familie. Hm. Aldi und Lidl. Stimmt. Und die haben den Discounter erfunden. Hm. Und die haben das sozusagen in Deutschland etabliert. Und die haben darum auch Albrecht-Discount, Aldi. Und die haben dann gesagt, wir machen die niedrigen Preise, können an mit anderen Margen arbeiten. Ja, die Heller, ja. Also es ist ein richtig spannender Podcast. Ey, ihr lernt hier da was. Ja. Ja. Auf jeden Fall so. Und deshalb hat mein Großvater dann damals schon gesagt, hey, wir sind nicht bei den Discountern, weil wir unsere Preise nicht kaputt machen lassen sollen. Und ist dann in Export gegangen. Und deshalb sind wir heute in über 40 Ländern, Südkorea, Japan, okay, das war der nicht, das ist dann seit den letzten Jahren gekommen, aber der war dann in Arabien sehr stark oder in den ganzen Oman, etc., Dubai. Ja. Du vibrierst immer noch. Willst du rangehen? Ja, das ist Work-Life-Balance. Geh schnell ran, sonst flitz schnell raus. Alles gut. Ja, aber der ruft doch die ganze Zeit an. Ja. Alles gut. Nicht, ich hab noch eine Frage dazu, weil du meintest, ihr müsst euch mit den Supermärkten einigen. Ja. Also es ist nicht so, dass ihr einfach die Tüte für euren Preis verkauft und er kann dann machen, was er will damit, sondern wenn er jetzt sagen würde in den Verhandlungen so, ja, wir werden die dann für 5 Euro ins Regal stellen, dann würdet ihr sagen, nee, das darfst du nicht, das ist verboten. Was du gerade das Beispiel. Also, wenn der das Produkt abkauft, darf der damit machen, was er will. Hm. Achso, also Produkt. Der dürfte auch sagen, 18 Euro die Packung und das ist dann so. Genau. Also, das ist, und ich darf halt gar keinen Einfluss drauf haben. Und das hat gesetzlich geregelt. Genau. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, aber dadurch ist natürlich der extreme Wettbewerb und deshalb appelliere ich ganz klar an alle, uns alle, wir müssen mal zu bewusstem Konsum hingehen. Also, das ist wirklich wichtig. Lieber weniger, dafür aber qualitativ gut und hochwertig und dann halt wirklich, dass es halt auch schmeckt, versus halt einfach dieses einfach nur günstig, Menge, rein. Ja. Und das ist total wichtig, weil am Ende, ihr habt auch vielleicht gelesen, es sind super viele Süßwarenunternehmen in den letzten Wochen pleite gegangen. Also Insolvenz haben angemeldet. Glaube, jetzt hat auch gerade Basic Backkette hat auch wieder Insolvenz angemeldet. Kennt ihr diese Basic Backkette? Nee, dieses Gelb? Basic? Der Bioladen. Ach ja, die so ein Supermarkt. So. Ich glaube, die sind eher am Insolvenz angemeldet. Yeah. So, aber warum? Weil es doch immer wieder nur günstig, wenig, günstig. Das ist doch, ja. Und auch, aber es ist so eine komische Zeit, wo einfach so etablierte Marken die ganze Zeit gechallenged werden. Also ist jetzt auch mal auf der Straße aufgefallen mit den ganzen neuen Autos, so Link und Co. und ganz viele kleine Autounternehmen, die überall jetzt aus dem Boden sprießen und dann so ganz, ganz viel verschiedene Sachen machen, auch so Wasserstoffmobile und sowas. Ja. So. Da gibt es ganz viele neue kleine Unternehmen auf einmal, die so voll in diesen Automarkt reingehen. Überall. Ja, ist komplett komisch. Also da, und das, ich meine, liegt überall. Deswegen aber auch gut für euch, dass ihr vielleicht da nicht so, also ihr seid ja groß, das muss man ja überhaupt nicht, muss man ja Mittelstand. Guter Mittelstand. Haribo ist groß. Stork ist groß. Ja, Haribo. Katjes ist groß. Ja. Wir sind wirklich. Aber du, ich sag mal, kannst halt dadurch, dass ihr zum Glück dann vielleicht auch im Mittelstand seid, wie du es schon gesagt hast, ja auch dann ein bisschen besser adaptieren und jetzt dann neu denken. Wir sind das kleine denken, Speedboot, weil die anderen sind die Tanker. Bis bei Haribo dann irgendwie die Message nur vegan und sonst was eingegangen ist, das wird ja dann nochmal ein ganz anderer Prozess sein. Über verschiedene Hierarchien. Ja, halt, da muss er halt dann wie einmal kurz zum Kanzler, damit er nochmal kurz vergisst, ob das mit ich glaube, so ist tatsächlich. Nicht. Also er ist schon sehr spannend. Aber deshalb macht es auch so einen Spaß, dass man so schnell agil. Heute hat man irgendeinen Trend. Und aber erholt sich das so ein bisschen jetzt auf lange Sicht? Weil ich habe jetzt mit den ersten Handwerksbetrieben gesprochen und die haben gesagt, wir kriegen jetzt langsam so Anfang, Mitte nächsten Jahres ein bisschen mehr Leerlauf rein, weil das jetzt alles so abgefrühstückt ist und jeder hat und gemacht. Und die Preise auch krass sind, utopisch, oder? Jein, also das pendelt sich dadurch bei denen auch wieder. Also ich habe jetzt mit ein, zwei Leuten gesprochen, einmal jemand, der mit Metall arbeitet und einmal jemand, der mit Holz arbeitet und die meinen so, nee, nächstes Jahr wird besser, haben die gesagt. Also die Preis, also die Lage entspricht
entspannt sich ja ein bisschen, weswegen dann auch die Nachfrage geringer wird und sich da die Preise jetzt so ein bisschen wieder fast schon auf senken. Du siehst ja am Spritpreis, ich habe eben noch getankt, bevor ich hier gekommen bin. Also jetzt nicht, also Auto, ne? Ja, ja, klar. Ja, bei dir, weil ich hinkomme, weiß auch nicht. So schlimm ist auch noch nicht. So schlimm ist auch noch nicht. Auf jeden Fall. Da hat man schon gesehen, dass es echt günstiger wird, aber das liegt ja genau auch an die Mengen, die nicht abgenommen werden. Das muss man jetzt auch gucken, was heißt das Thema für Gas, für die Haushalte, wo kommen wir dahin? Also, ich glaube, es sind super viele Fragezeichen, die einfach bei uns allen in den Köpfen schwirren, weil ich glaube, keiner aktuell weiß, wo die Reise hingeht. Aber das bei euch nicht? Also, bleibt alles so immer. Also, aktuell wird es nur teurer. Also, wir sehen. Krass. Ja, okay. Weil wir kontraktieren natürlich auch. Also das heißt, wir leben einmal aus zum Beispiel Zucker, wird dann für ein Jahr eingekauft, sofern du ihn bekommst. Also Zucker, Glucose, Dextrose. Habt ihr so ein riesen Silo? Wir haben Silos, ja. Aber die kommen immer wieder an. Kommt's dann wieder an? Ja, genau. Ja, nein, aber die kommen jeden Tag, kommen, ich glaube, 2 LKWs. Krass. Und dann wird abgepumpt. Also abge. Ja, ihr wisst, was ich meine. Abge. Durch da. Genau. Und durch da, ey. Zucker rein, Zucker rein. Genau, aber so. Nee, aber es gibt auch andere Sachen, die holst du halt vom Spotmarkt, die du jetzt gerade nicht bekommst. Da musst du dann immer die Tagespreise nehmen. Mhm. Und dann hast du natürlich extreme Volatilitäten, die du so in die Produkte nicht einpreisen kannst. Klar. Also deshalb ist so eine Mischkalkulation wichtig. Aber deswegen ja per se auch eigentlich die, da wird ja vielleicht dann jemand sitzen und sagen, aber wenn das jetzt dann alles so stressig ist mit den Verkaufspreisen, warum verkaufst du denn dann an die großen Märkte? Und da muss man immer sagen, die nehmen ja schon nicht zu kleine Mengen ab. Und das ist dann ja auch so ein bisschen der Überlebensgarant. Deshalb haben wir einen Online-Shop. Genau, weswegen man aber auch in die Läden reingeht, weil dann natürlich auch irgendwie dann ein Rewe oder Co., die kaufen dann ja schon eine relativ große Stückzahl und das ist dann ja auch was, dafür produzierst du ja, ne? Muss ja weg. Aber wir machen auch, wir sagen halt, wir machen nicht um jeden Preis. Also wir verkaufen bewusst. Ich sage zwar immer, jede Mücke sticht, aber wir müssen da aufpassen. Kommt das auch aus so der Ecke rum oder der Spruch? Hast du so ein kleines Handbuch jetzt? Oder? Jede Mücke sticht. Aber da müssen wir gucken, dass die auch richtig sticht bei uns, weil wir verkaufen nicht um jeden Preis und auch nicht an jeden. Also wir müssen da wirklich gucken. Ich sage immer, das Unternehmen ist ein Familienunternehmen. Wir haben eine Großverantwortung gegenüber der Mitarbeiter. Umsatz zahlt keine Gehälter, auch ganz wichtig. Wir müssen gucken, dass wir profitabel bleiben und was extrem schwierig ist in der aktuellen Situation. Und deshalb müssen wir da bewusst verkaufen. Und ich gehe auch selber in die Gespräche mit dem Handel, weil ich halt eben, dafür stehe ich mit meinem Namen und gehe da auch mit meinem Gesicht hin und sagt halt auch wirklich, wie es ist. Ja, ich glaube, die Authentizität ist da mega wichtig und super gefragt. Ja, ja, ist ein krasses Thema, der deutsche Handel. Voll. Kennt auch keiner so. Voll. So Supermärkte. Voll. Spannend auf jeden Fall. Apropos spannend, du hast mir auch noch was geschickt, das wollte ich noch mal kurz hier mit reinwerfen. Ich pushe das mal kurz auf unseren Screen hier. Ja! Ich habe nämlich deine japanische Werbung gerade rausgesucht. Südkoreanische Werbung. Genau, Südkorea. Ist das der frischeste Markt, auf den ihr geentert seid? Oder seid ihr schon länger? Ja, so Japan, Südkorea, so beides parallel und laufen auch ganz cool. Ey, wir sind da in jedem, da gibt es so kleine 7-Eleven-Stores. Ja, genau. Ich glaube so 20, 25. Ich habe auch Bilder geschickt bekommen von einem Freund aus so 7-Eleven, wo dein Gesicht dann hängt. Nee, das ist wirklich krass. Und die sind überall, hängen dann die Hitchis in Südkorea. Das ist so, ich muss auch unbedingt jetzt hinreisen. Also ich bin total heiß. Warst ich war noch nie da. Nee, Seoul, etc. Japan. Ich auch nicht. Ja. Nimm uns doch mit. Auf eine Idee. Nimm uns doch mit. Ey, lass machen. So einen kleinen, boah, das wäre richtig Japan, krass. Südkorea. Ja, ich glaube, dann flippt Clara aus. Ja, die ist so ein K-Pop-Fan. Lass das doch mal bitte machen. Ey, aber die Idee wäre nicht schlecht. Fliegst du gerne? Ja. Ich halt super ungern. Ja, aber dann machen wir das halt. Ich flieg auch super. Dann machen wir das halt. Ja, dann machst du es halt gar nicht gerne. Du nimmst halt ein paar Ufos vorher, dann fliegst du von alleine. Geh ein paar grüne Ufos rein ab dafür. Okay, Film ab. Okay, let's go. 30 Sekunden Werbung, so wie es sein muss in Südkorea. Obwohl Japan wäre. Kriegen wir Musik? Ich kann dir, warte, ich mach mal. Warte. Nee, oh Gott. Ich mach dir den Ton hier wieder an. Ich weiß nicht, wie laut das ist. Okay. Und jetzt guck mal, was passiert, wenn die Kids hier sich einen Hitchi gönnen. Propellerhütchen. Das ist, wenn die grünen Ufos nehmen, die Kinder, wenn die Eltern nicht aussortieren vorher. Aber was übrigens auch krass ist, wir haben super. 30.000 Klicks auf dem Blog schon. Let's go. Wir haben das Unternehmen auch umbenannt. Habt ihr es mitbekommen eigentlich? Von Hitchler auf Hitchis? Ja, spannendes Thema. Warum denn? Spannende Frage. Also, Hitchler. Nächstes Thema. Alte Menschen können doch schneller. Hitchler ist ja mein Familienname. Ja. Und das war schon eine Tradition. Mir ist auch total wichtig. Also, die Firma ist weiterhin Hitchler. Ja. Aber ich bin der festen Überzeugung,
dass dieser Name Hitschler seit Generationen auf den Süßigkeiten steht. Hm. Aber viele, und das wissen wir auch als Familie und auch als Unternehmen, klar, viele Menschen eher die Produkte kennen. Schnüre, UFOs, Drachenzungen, kleine bunte Kaubonstäbchen namens Hitschis, aber den Namen nicht so richtig kannten. Hm. Die konnten das nicht so. Und die haben dann zu mir gesagt, ja, ich so, ja, wo arbeitest du? Ja, Hitschler. Ach, ich wusste gar nicht, dass es die Marke noch gibt. Hm. Oder so, nee, Hitschler kenne ich nicht. Was macht ihr für Produkte? UFOs, Schnüre. Aber ich wusste nicht, dass die von Hitschler sind. Also, ja, 90 Jahre Unternehmensgeschichte, aber keiner kann so richtig Hitschler zuordnen. Hm. Und dann habe ich gedacht, hey, wofür stehen wir denn eigentlich? Und dann ist es letztendlich doch irgendwo diese Produkte und auch irgendwo dieses Hitschis, dieses Lächeln. Hm. Und das ist diese Dame Hitschis, wurde irgendwann mal bei uns tatsächlich intern entwickelt, irgendwo von irgendeinem Mitarbeiter. Und ich finde, das hat so gut die Marke und die DNA der Marke, weil wir wollen jedem Menschen in der ganzen Welt ein Lächeln ins Gesicht zaubern, das verkörpert. Und deshalb haben wir gesagt, heißt die Marke jetzt Hitschis und dann Hitschis UFOs, Hitschis Drachenzungen. Um das auch so ein bisschen alles abzuschwächen, ne? Weil da gibt es dann natürlich auch noch die namentliche Analogie. Und auch international Analogie zu machen, da kommen wir nämlich jetzt hin. Genau. Weil international ist da natürlich eine gewisse, ich sag mal, Analogie. Mhm. Mein Nachname ist relativ einfach buchstabiert, Hitler mit SCH, da fragt keiner zweimal. Und auf der Führerscheinstelle wurde es dann ganz kurz ruhig. Genau. Schittler? Hä? Wer ist das? Hä? Was ist denn noch? Einfach so jemand, der gar nicht mitkommt. Jemand, den ich komplett abhängt damit. Hitler, was wollen Sie von mir? Können Sie bitte gehen? Nein. Warum muss ich das sagen? Hier ist hier neuer Personalausweis her. Schüttler. Und ja, so haben wir das. Toller Folgentitel, können wir aber nicht so rausmachen. Geht nicht. Nee. Aber so haben wir es dann, weil die natürlich, ne? Also ist schon schwierig. Also mein Vater hat dann wen am Telefon, ruft dann irgendwo international an, weil Export ist für uns schon sehr wichtig. Und dann sagt die Frau am Ende, ja, wer ist who's calling? Hat dann sozusagen der Mitarbeiter gehört. Und dann sagt die Frau halt so, ja, ja, the Hitler Company is calling. Und man merkt einfach, es kommt so positiv an. Also Hitschis nascht dein Ding. Und es ist einfach, es passt. Ist ja für dich auch eine riesen Mammutaufgabe, jetzt nochmal mit der Generation nach deinem Vater, also mit uns allen so zusammengewürfelt. Sind ja dann immer 9 Generationen in einem. Aber sagen wir mal einfach nur altersmäßig, die Kinder dieser, ne, das sind wir ja per se dann alle, auch die jetzt hier sitzen. Weil die da ja nochmal einen anderen Umgang mit haben. Ne? Total. Also das ist ja bei unseren Eltern immer schon so dieses Erinnerungskultur. Ja. Und jetzt ist es ja schon Teile der, und das fand ich total spannend, um das letztes Video zu sehen, so Entschuldigungskultur auch teilweise. Bei Nachfahren von Kindern, die zum Beispiel wo die Großeltern dann in den KZs waren und Leute umgebracht haben, dass die sich untereinander connecten mit den Kindern der Opfer. Sagen halt, hey. Und dann sagen, hey, wir, sorry, ihr Schuld. Ja. Das gibt ja auch viel so in Aufarbeitung unternehmerischer Sicht auch, dass viele jüdische Unternehmen einfach enteignet worden sind, bis heute da einfach irgendwelche Kartoffeln drin sitzen und sagen, ja, das ist unser so Thema. Ne? So, das ist ja auch häufig, also öfter als man denkt. Ich glaube, deine geschätzten Süßigkeiten-Kollegen, Herr Böhmer, hat nämlich in einem der ähnlichen Podcasts, wo auch du einen Shoutout bekommen hast, weil die sind ja auch große Hitschis-Fans. Stimmt. Hört man auch immer so, wenn man isst, das ist übrigens das Schöne, wenn du so ein Mikro-ASMR-Style reinknackst, hast du direkt diesen Knack. Ja, okay. Ja, genau. Und das, der hatte sich da auch damit auseinandergesetzt, mit wie viele Unternehmen es auch in Deutschland noch gibt, die einfach damals übernommen worden sind. Und da sitzen jetzt einfach immer noch diese Leute drin. Und das sind natürlich, dann sind die so 1-2 Generationen weiter und die sind jetzt mega überfordert mit der Situation, weil die halt dann vielleicht auch teilweise, ich denke nicht, dass dann die Leute das erst gerafft haben, aber dann manche von denen vielleicht erst mitbekommen haben, was da so abgegangen ist und wie verhältst du dich dann, ne? So, das ist halt auch voll der spannende Umgang und jetzt gerade so ist ja dieser Wechsel und das ist ja auch voll gut für dich. Du setzt dich ja auch aus diesem Gesichtspunkt damit auseinander, um zu schauen, so ist halt mein Name, so hat halt nichts damit zu tun, aber wie kriege ich das auch irgendwie anders kommuniziert? Weil das war natürlich in meiner Schulzeit, kann ich mich auch definitiv dran erinnern, war das der Wortwitz, ne? Ja, vor allem, es waren halt auch super viele SCH weg, 2 Finger drüber. Ja, genau. Ne? Guck mal. Ja, genau. Das dann wie diese Eismarke, wenn das erste Mal, was war das, so A$AP Rocky oder so? Und, oder irgendwer, der war in so einer Eisdiele in Deutschland oder in so einem Kiosk, da gibt es so ein Video von dem. Und dann sitzt er da und hat so einen Nogger in der Hand und ist so, what the fuck, Germany? Okay. So, und ist dann so und sagt so, was zur fucking Hölle geht bei euch denn ab, ne? Und das ist halt auch sowas, also da weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich, das hat ja auch gar nichts damit zu tun. Überhaupt gar nichts. Nee, 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 nee. Das ist wie Bum Bum, Bum Bum, das Eis. Wisst ihr, wo der Name herkommt? Nee. Das ist richtig krass. Bum Bum? Erzähl. Ja. Jetzt wird es interessant, ja. Wie sieht das Eis aus? Wie ein Kaugummi. Das ist doch so ein Lutscher und dann ist doch so ein Ding da unten. Nee, da unten ist der Kaugummi. Das ist ein blauer Kaugummi-Stiel und dann so ein rotes Eis. Sieht aus wie ein Kaugummi, oder? Nee. So wie eine Bombe. Nee. Tennisschläger.
Ach so. Eine Schläge? Ja. Nee. Doch, das Eis ist, guck, Google mal, Haus dran. Ja, ja. Boom, boom, ist der rote Kreis mit dem blauen Kaugummi-Stiel. Ist oval, guck mal. Ja, es ist oval, auf jeden Fall. Und das Ding, aber ich hätte es jetzt nicht mit einem Tennisschläger in Verbindung gebracht. Und das, guck mal, der hält es nämlich um. Bum, bum, Boris. Und das Krasse ist nämlich, dass das Eis kommt nämlich wirklich tatsächlich, also das habe ich mir auch sagen lassen, keine Ahnung, ob es jetzt 100% stimmt, aber die Idee war tatsächlich dahinter, dass Boris Becker Bum, bum, Boris genannt wurde, damals nicht in seiner Zeit. Ernst? Doch, doch. Und dann haben die sozusagen das Eis gebaut, haben dann gesagt, okay, wie nennen wir das, beziehungsweise bauen wir draus. So ein Tischtennis. Und haben dann gesagt, okay, das Eis nennen wir Bum Bum, vom Boris Becker abgeleitet. Ja. Das ist, also. Keine Ahnung, ob es stimmt. Aber Bum Bum Boris. Krass, aber Bum, so kommen wir wieder zu Produktnamen. Ja. Krass, spannend. Ja. Ja. Crazy. Spannend. Ja. So viel dazu. Ja, finde ich gut tatsächlich. Ich nicht. Ey, das ist so ein krasser, ey, was wir heute lernen, oder? Ich gehe gleich nach Hause. Du gehst gleich hier nach Hause? Auf gar keinen Fall. Work-Life-Balance. Du gehst danach höchstwahrscheinlich erstmal ins Büro und guck mal, welche Anrufe du hier verpasst hast. Seh dich gleich schon da. Ja, das können sein. Ja, ja, das stimmt. Du bist ja sehr tüchtig, sagt man. Ne? Selbst und ständig. Selbst aber das Schöne ist, es macht so Spaß, weil wenn man das macht, was man liebt, dann arbeitet man nämlich einen Tag in seinem Leben. Das ist so schön. Ja. Das ist sehr pathetisch. Man arbeitet schon sehr viel. Was ich richtig schön finde, ist vor allen Dingen das schöne Miteinander. Weil wir inspirieren uns alle gegenseitig. Das finde ich so cool. Ja, und die darum, Szene ist ganz spannend, dass das auch so verschmilzt, jetzt ohne irgendwie so Fernsehen oder sowas dazwischen, Riesen Institutionen, sondern dass wir hier sitzen können. Genau. Mit dir als so Markenbotschafter oder auch als Marke selber sozusagen. Ja, genau. Ne? Wir sind ja im Prinzip das Gleiche, nur deutlich anders. Genau. So, aber ich ohne Bart. Du, genau. Bei mir reicht der Föhn. Wenn der Bart weg wäre, dann wäre ich im Prinzip die gleiche Person. Ja, ja, ein bisschen spannend. Sport noch. Bisschen Sport noch. Ja, Sport. So. Dann sollen wir mal rübergehen in den All-Time Classics. Es gibt noch zwei Ausführungen davon. Heute ist die vorletzte Folge von einem der besten Twitter-Threads. Oh ja. Okay. Die es denn da wohl geben mag. Deswegen abermals ein Shoutout. Heute könnt ihr mal vorlesen. Dann bin ich jetzt nicht so. Oh, warte. Nee, ich finde, du kannst schon vorlesen. Ich finde, du präsentest das immer so gut, Freddy. So. Mio Mio Original Cola. Ja, toll, falls ihr das mal auch machen wollt, dann schickt Mio 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 doch gerne mal ein Bild, weil wir haben keinen Code oder so. Mio also, Mio. Marie hat wieder was vorbereitet und zwar, du bist ja jetzt neu dabei, es gibt einen sehr langen Twitter-Thread. Ich glaube, den brauchen wir sogar gar nicht übertragen haben. Ich lese es euch einfach vor. Perfekt. Ein sehr langen Twitter-Thread. Und zwar Dinge, die eine Person aus dem Mittelalter sofort umbringen würde. Ein Thread. Ja, Twitter zusammengehalten und was vorbereitet. Wir sind die ersten 100 Punkte schon durchgegangen. Und jetzt geht es weiter mit Punkt 101 bis Marie. 105. Zum Beispiel Dinge, die einen direkt im Mittelalter umbringen würden. Twitter-Beef. Die S-Bahn-Station Tiefstack, keine Ahnung. Ein Junggesellenabschied. Gwyneth Paltrow. Egal welcher Marvel-Film. Eine Fanfiction. Oh, eine Klassenfahrt inklusive Übernachtung in einer DJH-Jugendherberge. Oh, eine Folge Terra X. Oh. Oder auch eine Folge Rosins Restaurants. Oh. Oh, warte, es geht hier weiter. Oh Gott, es ist gar nicht perfekt ausgeklappt. Gott. Eine Curry King. Danke, Pablo. Ein Curry King, ey. Oh Gott, Hilfe. Fertiger Plätzchenteig für 3,99 €. Erasco-Erbseneintopf mit Würstchen. Wie würden die denn aufkriegen? Maggi. Fried Sushi. Eine Amazon Alexa. Das wäre krass. Eine Runde Mario Kart. Ja. Tetrapack Wein. Ferdi Fuchs Mini-Würstchen. Satisfying Slime Compilations auf YouTube. Oh Gott, ey. Lipfiller. Ja, das würde, glaube ich, Leute heute noch umbringen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat Christian L. machen lassen, Thread. What the fuck? Jeffree Star, klar. Ja. Da wird jeder im Mittelalter direkt sterben. Der Werbemillionär Telefonjoker. Was ist dieses Ding? Ah! Was ist das Ordinary Peeling? Das ist so ein rotes Peeling, das brennt sehr, sehr doll auf der Haut. Natürlich, wir beide sowieso nicht. Wir beide nicht. Ein McFit-Macker. Liberale auf Twitter. Specifically Ben Brechtken. Wer ist das? Brechtken? Kenne ich nicht. Pferdebesitzer. Ich kenne das privat und ich stimme hier zu. Leute aus dem Mittelalter hätten das nicht überlebt. Der Eurovision Song Contest. Twitter von dem Tag, als die Queen gestorben ist. Gerhard Schröder. Ein Arschgeweih tätowiert bekommen, höchstwahrscheinlich. Schwarzlicht. 5 Minuten GTA spielen. Sexualkundenunterricht in der 8. Klasse. Ein Overhead-Projektor. Der hat schon viele Kinder auf dem Gewissen. 5 Minuten in einem
einem Raum mit Leuten, die sagen, wenn man vegan isst, warum versucht man dann Fleisch nachzumachen? Oh. So als ob du das Konzept Geschmack nicht existieren würde. Carnivore Diets, what the fuck, Alter. Braune Butter, Alpro Not Milk. Oh ja. Eiskaffee, Cine Minis, der frivole Freitag, yeah. Ein Herbert Grönemeyer Lied, naja, Anne Will, natürlich, NDR Klassikradio, Just Dance After Wie, Sterilium, Desinfektionsmittel, das Arbeitsamt oder Felix Lobrecht, warum das denn? Und natürlich, wie immer, Royal Donuts. Oh, no. Der Enes. Royal Donuts? Ich finde die okay. Ich glaube halt, es gibt eine große Fabrik und die setzen dann immer im Hintergrund einfach so ein Croissant, ein Franzbrötchen und sonst was auf das gleiche Laufband und dann ist das gleiche Produkt nur auf einem anderen Gebäckstück. Ich glaube, wenn ich das dem Enes so sagen würde, wird der Mensch in die Schnauze hauen, weil ich habe sein Auto mal gesehen. Krass. Nee, ich bin ja ganz gut mit Enes befreundet. Ja. Ja, der ist auch soll auch nett sein. Der ist richtig nett, ich muss ihn mal connecten. Ich habe ihn nur einmal gesehen, also Shoutout geht raus, er ist mit seinem riesigen Auto sehr entgetuned, ist vorbeigefahren und ich war mit Leroy unterwegs und er ist angehalten und hat so gemacht. Ey, Leroy! Warum antwortest du nicht? Ey! Und Leroy ist so vorbei mit mir und dann war ich so, wer ist das? Und dann meinte er, ich habe keine Ahnung, wer das ist, Alter. Und meinte, Royal Donuts! Warum antwortest du nicht? Wollen wir was mit dir machen? Das war meine einzige Erfahrung mit ihm, hat mir nicht Hallo gesagt und sonst was. Und dann war ich so, hallo, ich bin ein Food-Influencer in Deutschland. Ey, und dann aber, was aber er wusste es vielleicht noch nicht, ich bin sehr underground. Enes ist wirklich ein richtig, also Enes hat, meine Mutter hat letztens auch Enes kennengelernt. Oh. Jetzt, ne? Nicht mit dem Streicheln so. Ach so. Böse. Nein. Nee, ist ja krass. Ich hatte. Mutter hat der Enes gestreichelt. Oh Gott. Ich glaube, letzte Woche. 13, ich hatte 13 Geburtstag. Am 13. und dann stand, wir waren im Büro. Und ja, dann kam der Enes vorbei. Und wollte mir gratulieren. Und der kam aus Aachen. Und der hat einfach gesehen, ich bin ich habe vor allem ganz viele Donuts bekommen für das ganze Team und für Michelstadt, für alle 150 Mitarbeiter. Boah. Super lieb. Übel lieb. Ja, und dann ist er einfach aus Aachen gekommen und wollte mich überraschen mit seiner Frau Melissa. Mhm. Und dann sind die beiden angekommen. Und der hatte nicht das Auto dabei, weil er ist mit dem Auto mit seiner Frau gekommen. Kleines Auto, unscheinbar. Weil der Enes weiß ganz genau, was das ist. Mehr dieses Image-Statement. Dem ist das nicht wichtig. Das sieht zwar alles so aus, aber der Enes ist, der ist so korrekt. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube auch, dass der korrekt ist. Nur, das war meine erste Erfahrung. Ich weiß. Und ich bin sehr erster Eindrucksmensch. Danach muss ich einen schlauen Spruch. Ja. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ja, das ist. Bam. Zack. Du haust heute Frecher raus. Du musst es dir. Pop of Sweet. Ich will ja auch so ein Twitter-Ding. Pop Marketing. Of richtig, ja. Nein, aber auf jeden Fall, der Enes, ich mache gerne Intro, ist super nett, super lieb, herzensguter Mensch. Und man muss wirklich, also ich ziehe den Hut, weil der hat es wirklich geschafft, aus 8.000 Euro, die er von der Oma, von der Tante, vom Onkel, von allen zusammengeholt hat, diesen Laden aufzumachen und daraus jetzt wirklich ein Royal Donuts Imperium zu machen. Ja, das machen die alle nach. Es gibt so Croissants, die haben das und sowas. Aber die machen immer ein bisschen anders. In Deutschland halt wieder jetzt einige Läden zu, aber parallel machen in der ganzen Welt überall Royal Donuts Läden auf. Und das Konzept von Franchise und also ich bin da schon, auch die Qualität ist wirklich gut. Der lässt die Donuts halt zentral fertigen, nur die Rohlinge und dann werden die jeweils lokal in den einzigen Royal Donut Shops halt sozusagen gemacht. Belegt. Ich habe die auch selber schon mal gemacht. Wir hatten mal eine Michelstadt bei uns direkt in der Produktion und habe ich einen Tag gemacht bei Royal Donuts. Und hatte ich so ein Dings an. Ich wusste ja, was ich in der Uni, was ich da brauche mit Huntaube bei mir aus der Produktion. Dann habe ich selber meine. Interesting. Ja, dann habe ich selber Hitchies Donuts. Crossover. Ja, mega. Hitchies auf Donuts? Ja, haben wir auch schon überlegt. Ist mega, haben wir schon gemacht. Ja, ist richtig gut, auch Drachenzungen drauf und so. Richtig cool. Ja, also ich mache ein Intro. Ich klinge schon wieder, ist sicher der Enes, aber Enes, nein, aber super cooler Typ, also echt, ich connecte euch. Okay. Sehr gut. Dann verbleiben wir so, würde ich sagen. Das war immer der Rausschmeißer am Ende. Jetzt kannst du auch mal telefonieren. Boah, das ganze Handy von dem ist voll, ne? Das ist selbstverständlich. Ja gut, aber jetzt kriegt ihr mal so einen kleinen Einblick, wie halt das mein Leben tickt. Also das ist wirklich krass und das geht echt den ganzen Tag so. Macht auch Spaß, aber deshalb muss man immer gucken. Aber deshalb habe ich ja einen Hund, Lotta. Die habe ich leider nicht dabei. Oh. Aber Lotta ist mein Ruhepol. Neben Pippa und neben meiner Frau wirklich mein Ruhepol. Also die ist wirklich so ein kleiner Münsterländer, super süßer Hund. Und ihr wisst auch, damit ihr so ein bisschen, aber damit ihr auch mal ein bisschen seht, wie das ist, dass die Hierarchie bei uns zu Hause. Also hier seht ihr so den Verlauf jetzt, diese ganzen Telefonate, Anrufe. Und hier, da seht ihr das. Oh, das siehst gleiche, du? Wir sind gleiche, doch das gleiche, das gleiche nur anders. Ja, ja. Da ist mein Hund drauf auf meinem Hintergrund. Siehst du? Ja. Now we know. Ja. We know when we know. Ja.
Okay. Ich habe gestern auch schön noch, bis abends irgendwie noch was gemacht. Da habe ich auch schon gesagt, einen taktischen Zwischenschmuser noch gemacht. Ja, irgendwie schön, weil mein Hund wärmt immer meine Bettseite vor. Oh, und Clary geht meistens vor mir schlafen. Oh. Und dann bin ich einfach noch rein und dann lag er bei mir wie so eine kleine Murmel. Ja? Und dann habe ich mich kurz drumherum gelehnt, gewärmt. Und dann hat er so. Oh. Und dann war ich so, ach Mann, ey. Und dann hat er sich so doch so ein bisschen reinfallen lassen, so, dann habe ich ihm ein bisschen gekrault, dann hat er ganz viel gedöst und dann ein bisschen geträumt. Ja. Und dann war ich so, ach, jetzt ist wieder gut. Nach da, so 15 da komm ich Minuten. Zu, und dann, weil das ist, glaube ich, total wichtig auch mal für uns so. Wo holen wir unsere Energie, wo holen wir unsere Ruhepol? Und Lotta ist so ein, ja. Seid ihr, Hunde. Seid ihr eher so Team Katze oder Team Hund? Nee, Hund. Nee, auf jeden Fall. Mein Hund ist da hinten. Ah, okay. Mhm. Alle Team Hunde. Hund. Okay. Ah, ja. Wie läuft die Hund da hinten, Hund. Jetzt reicht's. Du kannst Timo nicht Hund nennen. Timo-Hund! Trau mir mal den Arsch. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Es entgleist auf jedem Punkt. Das ist super krass. Es entgleist nur noch. Das macht richtig viel Spaß. Ey, und wir haben richtig viel vor. Guck mal, wir wollen nach Michelstadt UFOs Produktion angucken. Ja. Wir wollen mit Enes uns connecten und dann können wir nämlich bei dem einen Royal Donuts halt auch was Cooles mal machen. Und dann können wir, dann oder wir machen, fliegen wir ohne Enes nach Südkorea, ne? Ey, muss das, ja auch noch sein. Ey, das machen und wirklich. Dann Chicken und Bier. Ey, und wir machen wirklich, und da machen wir richtig cool, weil ich möchte ein super cooles Format machen, nämlich auf dem YouTube-Kanal. Und zwar die verschiedenen Süßigkeiten in verschiedenen Ländern. Und dann nämlich südkoreanische und japanische Süßigkeiten testen. Ist das tatsächlich? Achso, ich dachte deine. Ja, ich dachte, ihr produziert ein bisschen anders. Ja, das, wir machen ja hier und da ein bisschen was anders. Ja. Aber ich möchte ja die Lokalen da probieren und dann auch hier rüberbringen. Und dann mal gucken, ich glaube, das ist super spannend. Hm. Also dann oder so, da probieren, weil dann da ist es nicht so schwer mit rüberbringen, weil so Lebensmittel transportieren. Ja, ja, das kriege ich schon hin, irgendwie. Ja, ja. Diplomatenpass. Alles klar. Sagt er immer noch mit seiner Zuckerlein vor. Ja, ja. Ich habe meinen Diplomatenpass hier. Oh Gott, oh Gott. Super. Okay. Ich würde sagen, hierbei belassen wir es heute mal. Yes. Ich danke dir für deine Zeit und auch, dass du durch unsere kleinen technischen Schwierigkeiten hier durchgekoppelt bist. Es war tatsächlich ein Stromkabel an unseren Audiokabeln, aber wir haben es gefunden und gefixt. Das heißt, dieser Podcast kann nur besser werden. Falls ihr das jetzt auch mal auf YouTube gesehen habt mit unseren neuen Schalltechniken, lasst gerne Feedback da. Während den Feiertagen werden wir uns auch hören. Cool, ob es in einer Live-Situation ist, finden wir dann raus. Bei Philipp seht ihr natürlich immer noch mehr auf dem eigenen YouTube-Kanal. Genau, YouTube, Philipp spricht unten. Hitchler, also oder bei Insta. Und falls ihr tatsächlich gerade eine Stelle sucht, weil ihr sagt, es sind wieder 2 Jahre um und dann wechseln Leute immer. Immer gerne. Genau. Wir gucken hier keinen an. Wege. Nein. Nein. Ist jetzt auch egal. Nina wollte gerade sagen, nee, aber die sagt mir das jeden Tag. Die sagt immer, hör auf, hör auf. Ja, deswegen. Ich habe schon ein Jobangebot, Freddy. Tschüss. Nee, das, falls ihr vielleicht was da machen wollt oder suchen wollt, vielleicht für auch mal jemanden kennt, der gerade vielleicht vermittelt werden möchte, weil ich weiß, aus meinen Bewerbungen, da gibt es immer Leute, die immer am Start sind und beim Hitchler anfangen wollt hier in Köln, weil ihr auch hier in die Stadt wollt oder nach Brühl, da könnt ihr ein bisschen hört. Ja, Brühl geht auch. Brühl geht auch. Nee, ist cool. Auf jeden Fall. Dann macht das mal. Ja. Schaut vorbei. Vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Ey, es war richtig, richtig cool. Ist ein bisschen kalt hier irgendwie bei euch so? Es ist kalt hier. Meine Hände, meine Hand spüre ich so auch nicht mehr. Ja, aber an der komischen Leine. Da hast du die ganze Zeit rumgefummelt. Aber hier ist es echt frisch bei euch. Ja, hier aber ist kalt drin. Das ist auch gut, weil das sage ich auch bei uns immer, ist wichtig, weil dann kann man nämlich schneller arbeiten. Das ist Haut. Du musst halt schneller arbeiten und dann wird dir auch nicht so kalt. Aber es war sehr schön. Vielen Dank. Ja, danke, dass du da warst. Richtig, auch vielen Dank für die Frage. Du bist jetzt auf jeden Fall blau. Ja, es geht noch. Ja, und die Zunge auch. Die Zunge auch, ja, genau. Nee, richtig cool. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschö. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.